Also liebes Panel, liebe Zugeschalteten, ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Diskussionsrunde rund um das Thema Wahlrecht in der Migrationsgesellschaft, eingebettet in die Fachkonferenz, die ja heute auch schon einige Veranstaltungen hatte, die sich nennt Same Old Bundestag, eine rassismuskritische und migrationssensible Rückschau auf die Bundestagswahl 2021, das Ganze organisiert durch das Kompetenznetzwerk Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft. Schön, dass ihr alle da seid. Unsere Personenkonstellation hier haben wir den neuen deutschen Organisationen zu verdanken. Da sitze auch ich im Vorstand. An dieser Stelle möchte ich aber vielmehr auch den Personen danken und vielleicht können Sie sich kurz einblenden, die für die Organisation und heute vor allem aber auch für den reibungslosen technischen Ablauf verantwortlich sind. Das sind einmal Nursemin Sömmes, Nuriyani Hamdan und Mazior Rahmani. Vielen, vielen Dank an euch an dieser Stelle schon mal vorweg. Dann auch das Technische vorweg. Wenn es technische Probleme, Fragen zur Technik etc. gibt, könnt ihr diese an Technik-Support stellen. Die müssten hier auch unter den Teilnehmenden eingeblendet sein. Fragen an das Plenum gebt ihr am besten in das Q&A, im Q&A-Feld ein. Die werden mir dann angezeigt und ich schaue dann, dass ich sie entweder in unsere Unterhaltung einbette oder am Ende dann einfüge und euch auch mit einbeziehe. Also notiert euch gerne Fragen, sendet uns Fragen, bringt euch gerne ein. Ein weiterer Hinweis, wir zeichnen das Ganze hier auf und machen später daraus einen Film, den wir verwenden werden. Das auch nochmal an euch als Hinweis. Und letzter Orga-Hinweis, dass wir auch ein Awareness-Angebot haben. Was das ist, wen ihr dazu erreichen könnt, das posten die KollegInnen jetzt. Masiol hat es gerade in den Chat gepostet, da könnt ihr das nachlesen. So, worum wird es in unserer Runde heute gehen? Ohne allzu weg vorwegzunehmen von meiner Seite. Wir alle wissen, in einer Migrationsgesellschaft ist die Frage nach Möglichkeiten der politischen Teilhabe vor allem in Form des aktiven und passiven Wahlrechts grundlegend. Das macht die Demokratie aus. Und in Deutschland ist es eben so, dass die Staatsbürgerinnenschaft in der Regel der Zugang zum Wahlrecht ist. Das gibt das Grundgesetz so vor. Jedoch gibt es Ausnahmen. Beispielsweise besitzen EU-StaatsbürgerInnen das kommunale Wahlrecht auch ohne deutsche Staatsbürgerinnenschaft. So, und wir, die wir hier gemeinsam sitzen, fragen uns, warum bleibt eigentlich anderen Gruppen dieses Recht verwehrt? Die Veranstaltung hier, unsere Runde, möchte den Blick also auf das bestehende Wahlrecht, auf das deutsche Wahlrecht vornehmlich richten, aber vielleicht nicht nur, und dabei Forderungen nach möglichen Reformen des Rechts und auch vielleicht Möglichkeiten nach Formen auch speziell des Staatsbürgerinnenrechts diskutieren und ansprechen, vielleicht auch zu möglichen Lösungswegen kommen, wie eben ein Wahlrecht für alle aussehen könnte. Wen haben wir heute im Panel? Viele tolle Personen. Ich fange an in alphabetischer Reihenfolge, die Sonos Azimipour. Sonos, du bist Aktivistin, Mathematikerin und Gründerin. Du hast Wirtschaftsmathematik, Logik und Gender Studies studiert und in diesem Jahr den Verein MIGLUM mitgegründet. MIGLUM ist eine migrantische Selbstorganisation für die Forderung und Unterstützung politischer Teilhabe von MigrantInnen der ersten Generation und zur Bekämpfung von intersektionalen Diskriminierungen von MigrantInnen. In diesem Jahr habt ihr die Kampagne Nicht ohne uns 14% initiiert. Und ihr fordert Wahlrecht auf allen Ebenen für alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Danke dir. So, alphabetisch als nächste Person ist Cengiz Varskanmaz.
Dr. Cengiz Barskanmaz, LLM, ist promovierter Jurist, operativer Leiter des Forschungsprojekts Open Access in den Rechtswissenschaften an der FU Berlin. Cengiz, du bist Assoziierter am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle-Saale. Du forschst und lehrst im Bereich des vergleichenden Verfassungsrechts, des Europa- und Völkerrechts, der Menschenrechte und auch des Antidiskriminierungsrechts. Und thematisch befasst du dich vor allem auch mit der Critical Race Theory, Diversität und Intersektionalität und auch dem Themengeflecht der Digitalisierung. Schön, dass du dabei bist. So, Dr. Fesum Redmaison ist die nächste Person auf dem Panel, die ich jetzt gerade gar nicht eingeblendet sehe. Ich weiß nicht, ob ihr das tut. Fesum Redmaison ist Politikwissenschaftler, leitet das Ressort Migration und Teilhabe beim IG Metall-Vorstand in Frankfurt am Main. Zuvor warst du, Fesum, als Bildungsreferent für das DGB-Bildungswerk Bund tätig. Du studiertest Politikwissenschaft in Marburg und hast dann anschließend promoviert zum Themenfeld Arbeitsmigration im Hinblick auf die Osterweiterung der Europäischen Union im Jahr 2004. Schön, dass du da bist und heute die Gewerkschaftsperspektive mit einbringst. So, als Nächste im Bunde Dr. Dennis Mergis. Dennis, du leitest seit 2018 die Geschäftsstelle des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates, also kurz BZI, und dessen Projekte Strukturförderung und Politik Akademie der Vielfalt. Promoviert hast du im Fach Soziologie, dort zum interessanten Thema die Rolle ihres Migrationshintergrundes in der politischen Praxis von PolitikerInnen. Du hast internationale Beziehungen und Medienwissenschaften studiert und warst auch als Dozentin an Universitäten in der Türkei und Deutschland tätig und als Referentin im Bundestag mit den Schwerpunkten Migrations- und Integrationspolitik. Willkommen. Und als letzte Person, Yagar Saifu in dieser Runde. Schön, dass du da bist, Yagar. Du kommst heute beziehungsweise vertrittst heute die Initiative Kommunalwahlrecht für alle. Du hast Politik und Verwaltung an der Uni Konstanz studiert und seit 2017 bist du für Amnesty International tätig und hältst zahlreiche Vorträge zu den Themen politische Rechte von Migrantinnen und zum Themengeflecht Menschenrechtsverletzungen im Nahen Osten. Yagar, du bist Vorsitzender der Initiative Kommunalrecht für alle und gegründet hast du die Initiative 2019. Herzlichen Dank auch an dir, dass du da bist. Danke euch, wie gesagt, für eure Bereitschaft, aus euren Fachgebieten einige Schlaglichter auf die bestehende Debatte zum Wahlrecht zu werfen. So, apropos Schlaglicht, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, was derzeit noch geltendes Recht ist, beziehungsweise die geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, die relevanten Artikel, Paragraphen und Gerichtsentscheidung, hat sich Cengiz netterweise bereit erklärt, einen kurzen Input zum geltenden Wahlrecht einzubringen. Danach starten wir in die Diskussion. Sollte es seitens des Publikums Rückfragen zum Vortrag von Cengiz geben, könnt ihr diese Fragen gerne in den Chat eintippen. Die Kolleginnen sammeln die Fragen und ich würde sie dann direkt im Anschluss stellen. Wir machen aber, wie ich eingangs schon gesagt habe, auch nochmal eine Fragerunde am Ende. Und ich behalte mir aber auch vor, wenn es Fragen gibt, die ganz konkret auf einen bestimmten Beitrag zielen, dass ich sie dann auch in der laufenden Diskussion einbringe. So, nun aber, lieber Cengiz, the floor is yours. Dankeschön. Dankeschön, Almaran. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Wir haben eine strikte Taktung. Ich werde auch gleich meinen Bildschirm freigeben und ich hoffe, dass alles auch jetzt technisch klappt. Eine Sekunde. So, jetzt müsste die Präsentation auf Ihrem Bildschirm sein. Stimmt das? Gut. Das Wahlrecht in der Migrationsgesellschaft, vielleicht zwei Bemerkungen vorab. Wenn ich in diesem Kurzvortrag über Ausländerinnen spreche, dann meine ich damit ausländische Staatsangehörige, ja, und nicht die soziale Konstruktion des Ausländers, der Ausländerin im deutschen Kontext. Und ich habe ganz viele Rechtsgrundlagen mit mir mitgebracht und ich möchte
natürlich sie nicht euch alle entmutigen, weil immer wieder werden sie feststellen, dass das Ergebnis ist, dass wir daraus kein Wahlrecht für Ausländerinnen ableiten können. Aber mir scheint es tatsächlich wirklich sehr hilfreich, um mal einen allgemeinen Überblick zu haben, zumal dadurch deutlich wird, auf welchen Ebenen das Wahlrecht und wie konkretisiert und gestaltet wird. Natürlich ist für unsere Debatte das Grundgesetz zentral. In Artikel 38 Grundgesetz ist das geregelt, nämlich das Wahlrecht und wer auch wahlberechtigt ist, nämlich eine Person, die 18 Jahre ist und eine Person, die 18 Jahre ist und der Rest wird das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz. Ganz kurz, so, Almaron, du hast einen Satz fallen lassen, der im Grunde stimmt, aber eine Nuancierung braucht. Das Grundgesetz selbst sieht, wie ihr seht hier, die deutsche Staatsangehörigkeit nicht als Voraussetzung vor. Das ist entwickelt worden, zum einen durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, und das sind die zwei Entscheidungen, die ich da mitgebracht habe, Ausländerwahlrecht 1 und 2, und auch natürlich Bundeswahlgesetz. Dazu werde ich später noch was sagen. Also sehr wichtig ist hier an dieser Stelle festzuhalten, dass im Grundgesetz selbst nicht bestimmt ist, ob deutsche Staatsangehörige das Wahlrecht haben oder nicht. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wer das deutsche Volk ist. Und hier sagt das Bundesverfassungsgericht, das deutsche Volk, das Volk ist das deutsche Volk und das deutsche Volk ist, stellt sich zusammen aus Personen, die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Ja. Und wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat oder wer Deutsche im Sinne des Grundgesetzes ist, wird wiederum in Artikel 116 Absatz 1 geregelt. Das ist so der Ausgangspunkt, der verfassungsrechtliche Ausgangspunkt. Für die lokalen Wahlen, Gemeindewahlen, gibt es eine zusätzliche Vorschrift. Und das ist dann Artikel 28. Satz 1 ist ein allgemeiner Satz, der uns jetzt nicht unmittelbar betrifft. Satz 2 regelt die Grundsätze für die Länder und Kreise und Gemeinden. Und bei Satz 3 wird es sehr interessant. Nämlich, dass für Gemeindewahlen, Kreiswahlen auch Personen mit einer europäischen Staatsangehörigkeit, also Personen, die Staatsangehörigkeit einer der Mitgliedstaaten der Europäischen Union besitzen. Ja. Sehr interessant ist, dass dieser Satz inzwischen in der Verfassungsliteratur so ausgelegt wird, dass weil der verfassungsändernde Gesetzgeber es für notwendig gehalten hat, um diese Vorschrift ins Grundgesetz einzufügen, heißt es im Umkehrschluss, dass der Gesetzgeber nicht Wahlrecht für Ausländerinnen einführen kann, dass das nur auf verfassungsrechtlicher Ebene passieren kann, im Hinblick auf diese Vorschrift und auch im Hinblick auf die geltende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das ist sehr wichtig, denn es ist ja auch logisch, die jetzige sich bildende Koalition könnte zum Beispiel das aufnehmen und schon hätten wir das Wahlrecht für Ausländerinnen. So einfach ist das nicht. Das bedürft wenigstens einer Verfassungsänderung. Es gibt sogar konservative Stimmen in der Verfassungsliteratur, die meinen, dass sogar eine Verfassungsänderung hier ausgeschlossen sei. So, wie schon angesprochen, auf der nationalen Ebene gibt es des Weiteren das Bundeswahlgesetz, wo das Ganze konkretisiert wird. Und da sind die Voraussetzungen für das Wahlrecht nochmal konkreter gestaltet. Also eins, die deutsche Staatsangehörigkeit wird vorausgesetzt, 18. Lebensjahr, mindestens 3 Monate in der Bundesrepublik Deutschland, ein gewöhnlicher Aufenthalt oder natürlich und auch nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen. Ich habe auch ganz bewusst Absatz 2 mit auf die Folie gemacht, weil ich der Meinung bin, dass es für uns vielleicht nochmal interessant ist, dass wir eine Vergleichsgruppe machen. Also wir reden
Wir werden heute über Ausländerinnen im deutschen Kontext reden, Ausländerinnen, die in Deutschland wohnen. Aber wie ist es mit Deutschen im Ausland, also die sogenannten Auslandsdeutsche? Ja, und dazu gibt es interessanterweise sehr viele Sprechungen. Und das, was Sie dort lesen können, wurde einige Male auch geändert, weil auch das Bundesverfassungsgericht mehrere Vorschriften des Bundeswahlgesetzes für nichtig erklärt hat. Und das ist jetzt, was ihr da seht, die letzte Version, nämlich, das führt vielleicht uns zu weit, das können wir vielleicht später, wenn wir Interesse haben, nochmal durchlesen. Noch sind wir nicht fertig mit nationalen Rechtsvorschriften, da wir uns in einem föderalen Staat befinden, hat auch das Land Berlin auch ein Wahlgesetz. Und das Berliner Wahlgesetz ist ja analog, hat die gleiche Voraussetzung wie das Bundeswahlgesetz. Und in § 22a wird auch natürlich das Wahlrecht und die Wählbarkeit der Unionsbürgerinnen auch geregelt. Interessant ist hier natürlich, dass für die Wahlen der Bezirksverordnetenversammlungen das 16. Lebensjahr als Voraussetzung vorgesehen ist. So, das war mehr oder weniger grob die nationale Ebene. Jetzt befinden wir uns auf der europarechtlichen Ebene. Hier gab es einige rechtspolitische Entwicklung, legislative Entwicklung. Ich habe allerdings nur hier die zwei einschlägigen Vorschriften der Grundrechtecharta mitgebracht. Sie können, oder ihr könnt die Grundrechtecharta als eine Art, ja, Charta heißt es ja, als ein Grundgesetz für Grundrechte der Europäischen Union betrachten. Und dort haben Sie noch einmal die Zusammenfassung. Noch einmal die Zusammenfassung von aktive und passive Wahlrechte von Bürgern der Europäischen Union, sowohl für das, und das müssen wir auch nochmal nuancieren, für das Europäische Parlament als auch für die Kommunalwahlen. Sehr interessant sind auch die völkerrechtlichen Rechtsgrundlagen. Es gibt ein Zusatzprotokoll zum EMRK, wo nochmal klassisch das Wahlrecht definiert wird, nämlich frei und geheim unter Bedingungen, genau, und das ist das eine. Und das andere ist Artikel 25. Dort kam Artikel 25 des Internationalen Paktes für bürgerliche und politische Rechte. Ich habe da fett markiert, jede Staatsbürger. Da seht ihr, dass auch Menschenrechte, auch wenn sie für Menschen gemacht sind, also nicht für Nationen, nicht für Staatsangehörige, sehen auch Menschenrechtsverträge und Werke auch diese Nuance zwischen ausländische und nicht ausländische Staatsangehörige im Hinblick auf das Wahlrecht. Interessant ist für uns, finde ich, die Antirassismuskonvention. In Absatz 1 des ersten Artikels ist die Definition von Diskriminierung bestimmt. Und zwar enthält 5 Merkmale. Eine Diskriminierung aufgrund der Rasse beinhaltet 1. Rasse, Hautfarbe, Abstammung, nationale und oder ethnische Herkunft. Fett markiert habe ich auch politisch. Also das heißt, das Diskriminierungsverbot aufgrund der Rasse ist auch im politischen Bereich zu gewährleisten von den Vertragsstaaten. Und sehr interessant für uns ist Artikel 1 Absatz 2. In dem Absatz wird dann nochmal klargestellt, dass das Diskriminierungsverbot in der Antirassismuskonvention keine Anwendung auf Unterscheidungen, Ausschließungen, Beschränkungen oder Bevorzugungen, die ein Vertragsstaat zwischen eigenen und fremden Staatsangehörigen vornimmt. Ja? Das heißt, dass auch die Antirassismuskonvention, aus der Perspektive der Antirassismuskonvention grundsätzlich keine Bedenken gibt. Dennoch gibt es in Artikel 5 der Antirassismuskonvention noch einmal die explizite Vorschrift, dass das Diskriminierungsverbot auch für politische Rechte gilt und insbesondere auch für das aktive und passive Wahlrecht. Ja, also vielleicht eine kurze Kontextualisierung, um diese Vorschriften besser nachzuvollziehen.
Also die Antirassismuskonvention ist in den 1965 verabschiedet worden. Und in 1965 gab es noch Apartheid in Südafrika. Und auch in den USA gab es noch Segregation. Ja? Aus der Perspektive ist es nachvollziehbar, dass zum Beispiel für das aktive und passive Wahlrecht auch keine rassistische Diskriminierung, also dass in dem Bereich auch keine rassistische Diskriminierung bestehen kann. Also das ist ein sehr klares Beispiel, um den Sinn und Zweck dieser Vorschrift nachzuvollziehen. Für unsere Fallkonstellation, nämlich Ausländerinnen, die im deutschen Kontext das Wahlrecht haben wollen und können, ist auch diese Vorschrift leider nicht, bringt diese Vorschrift uns leider nicht viel weiter. Ein allerletzter Satz vielleicht noch. Das sind ja Einschränkungen des Diskriminierungsverbots aufgrund der Rasse auf eine völkerrechtliche Ebene. Der UN-Ausschuss, der die Einhaltung der Konvention überwacht, betont das immer wieder, dass das zwar so steht, aber dass diese Vorschrift nicht restriktiv ausgelegt, also dass diese Vorschrift restriktiv auszulegen ist und dass die Vertragsstaaten alles daran tun müssen, um Diskriminierungsverbot aufgrund der Rasse auch zu gewährleisten, auch im politischen Bereich. Wie das wirklich aber im konkreten Fall aussieht, dazu gibt es keine konkreten Beispiele zum einen, und das sind dann auch das ist dann auch eine Auslegungssache. Ich glaube, ich halte es erstmal hier. Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich inzwischen gesprochen habe. Und den Rest können wir auch untereinander bzw. im größeren Rahmen auch nochmal aufgreifen und diskutieren. Danke, Cengiz. Herzlichen Dank für deinen informativen Input. Ich schaue mal, gibt es in unserer Runde, habt ihr Rückfragen dazu? Das scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Mich haben jetzt einige Fragen aus dem Chat erreicht. So, zum einen, genau, die Frage, welches Gesetz würde uns denn helfen, fragt hier eine Person, Cengiz. Ja, ich hatte eine Triggerwarnung am Anfang, dass ich nur Gesetze oder Rechtsgrundlagen mitgebracht habe, die uns nicht viel weiterbringen. Aber vielleicht die drei Beispiele aus Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus 1990 betreffen die kommunale Legislativen aus Schleswig-Holstein und Hamburg. Und beide Gesetzesänderungen wurden vom Bundesverfassungsgericht einkassiert. Und auch in Bremen meinte 2014 der Staatsgerichtshof in Bremen auch die Einführung des Kommunalwahlrechts in Bremen für verfassungswidrig erklärt. Sehr interessant ist auch, dass bei Stadtstaaten, und das dürfte uns vielleicht im Kontext von Berlin interessieren, dass bei Stadtstaaten nochmal eine besondere Konstellation da ist, weil da Landesrecht und Stadtrecht oder Kommunalrecht ineinander greifen. Und dass tatsächlich aus dem Grund auch das Bundesverfassungsgericht beide Entscheidungen getrennt hat. Hamburger Entscheidung und Schleswig-Holstein, weil dort die Situation, also und das Verbot nochmal für Hamburg anders legitimiert hat. Vielleicht dazu so viel. Mhm. Danke dir. Ich hätte eine Frage noch, vielleicht auch als Klarstellung an die Personen, die jetzt völkerrechtliche Verträge beziehungsweise die Wirkung von völkerrechtlichen Verträgen in deutschem Recht. Was kannst du dazu vielleicht ergänzen? Du hast jetzt einige Völkerrechtsverträge bzw. Konventionen erwähnt. Wie sind sie denn? Was für eine Wirkung haben sie auf das deutsche Recht, wenn man jetzt sich die sogenannte Normenhierarchie mal anschaut? Genau, also genau in diese Frage, Armaran, liegt wirklich eine sehr, sehr interessante Frage, die uns aus einer antidiskriminierungsrechtlichen Perspektive beschäftigen könnte. Und zwar könnten wir zum Beispiel argumentieren, dass aus der Perspektive der Antirassismuskonvention
die ja die Diskriminierung aufgrund der Rasse versteht, als unter anderem auch eine Diskriminierung aufgrund der nationalen Herkunft, könnten wir argumentieren, dass in bestimmten Fällen auch diese Nuance, diese Differenzierung zwischen Staatsangehörigen der Europäischen Union und Drittstaatsangehörigen eine mittelbare Diskriminierung darstellen könnte, beziehungsweise eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund der nationalen Herkunft im Sinne der Antirassismuskonvention. Ja, also diese Argumentation ist alles andere als abwegig und das sollte man unbedingt auch durchexerzieren. Allerdings, und das ist dann wahrscheinlich die deprimierende Antwort auf deine Frage, was ist jetzt die Bindungswirkung des Völkerrechts? Zumal die Nuance zwischen, also der, zumal das aktive und passive Wahlrecht der Unionsbürgerinnen auch Europarecht ist. Und Europarecht im deutschen Kontext ja unmittelbar anwendbar ist. Inzwischen geht das Bundesverfassungsgericht so weit, dass es sogar die Grundrechtecharta unmittelbar prüft. Ja, also dort gibt es nicht viel Spielraum. Wenn das europäische Recht vorschreibt, dass Mitglieder, dass Staat, Unionsbürgerinnen das Wahlrecht haben sollten, hat Deutschland da null Spielraum. Ja, Artikel 28 Absatz 3 oder Satz 3 meine ich, Grundgesetz wurde auch später in 92 eingeführt. Ja, um genau diese, um die Rechtslage auch aufeinander abzustimmen. So, also was Unionsanrecht angeht, gibt es keinen Spielraum, aber was die Bindungswirkung bzw. Was die Rolle des Völkerrechts für das aus der nationalen Perspektive bedeuten kann, darauf kann man auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts heranziehen, wonach das Grundgesetz völkerrechtsfreundlich auszulegen ist. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht sieht das Völkerrecht als eine Rechtsquelle, nicht als eine Rechtsquelle für die eigene, als eine Rechtsquelle für die eigene Auslegung, aber nur als eine, nicht bindend. Und das ist der Unterschied, wenn Verfassungsrecht durch das Bundesverfassungsgericht angewendet und ausgelegt wird, ist das Völkerrecht, kann das Bundesverfassungsgericht das Völkerrecht heranziehen, das macht es auch, aber die Polizeibehörden, die oder beziehungsweise die lokale Verwaltungsbehörden müssen Völkerrecht anwenden und heranziehen. Das ist so ein Unterschied zwischen, wie man mit Völkerrecht umgeht auf der verfassungsrechtlichen Ebene und auf der einfachrechtlichen Ebene. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht kann die Antirassismuskonvention heranziehen, um zu erklären, ein bestimmtes Gesetz auszulegen, wird aber sehr schnell auch feststellen, ja, auf der völkerrechtlichen Ebene gibt es auch kein Problem. Denn zum Beispiel die Antirassismuskonvention sieht vor, dass auch Ausnahmen möglich sind. Ja, also absolut, absolut. Ich frage mich gerade, ob die beiden Vertreter in der Initiativen auch diese rechtliche Argumentation beziehungsweise Völkerrecht, Europarecht, Sanas Yagar, Sanders, vielleicht möchtest du anfangen mit der Vorstellung eurer Initiative und den Forderungen. Worauf habt ihr die gestützt? Also ihr habt ja auch euch im europäischen Vergleich angeschaut. Wie handhaben das andere europäische Staaten? Was sind vielleicht erstmal eure konkreten Forderungen und wo seht ihr da Möglichkeiten zur Umsetzung? Vielen Dank. Ja, auch vielen Dank, Cengiz, für deinen Input. Genau, wie du das auch vorher gesagt hast, unsere Forderung ist, die Bundestagswahlrecht und kommunales Wahlrecht und Wahlrecht auf allen Ebenen für alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Es gibt bereits sehr gute Beispiele aus anderen Ländern, zum Beispiel in Schottland, in Kolumbien, in Wales gibt es schon Wahlrecht für alle Menschen. Das heißt, alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in diesen Ländern haben, dürfen in der parlamentarischen Wahlen auch teilnehmen. Das ist, also dieses Beispiel ist aus diesem Sicht gut, weil viele Menschen denken, dass Wahlrecht für alle nicht möglich ist. Als Idee ist es unmöglich. Und
Wie nutzen diese Beispiele, um zu sagen, guck mal, das passiert schon bereits in anderen Ländern, in vielen europäischen Ländern gibt es kommunales Wahlrecht für alle Menschen, oder wie du das gesagt hast, in Deutschland gibt es auch Wahlrecht für europäische BürgerInnen, die wir auch als Initiative, ehrlich gesagt, auch sehr problematisch finden, weil das zeigt ja auch, wie dieses Prozess von Marginalisierung eigentlich innerhalb von einer Gesellschaft passiert. Also die Menschen, die es gibt 10 Millionen Menschen in Deutschland, die in der Bundestagswahl 2021 nicht teilnehmen dürften, weil die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Davon dürfen über 5 Millionen Menschen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auch in der kommunales Wahlrecht nicht teilnehmen. Vielleicht, Jaga, kannst du mich auch ergänzen. Aber das zeigt ja auch, wie diese Machtverhältnisse eigentlich in einer Gesellschaft funktionieren. Die Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben und Steuern zahlen und alle andere soziale Pflichten auch hier haben, haben keine Partizipationsrecht. Und unsere Forderung ist, mit unserer Kampagne haben wir nicht versucht, nur das Problem, dass das kein Wahlrecht für andere Menschen, also MigrantInnen ohne deutsche Staatsbürger oder Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft gibt, aufmerksam zu machen, sondern wir wollen eigentlich auch dieses Ereignis nutzen, um auch Menschen oder auch die Politik darauf aufmerksam machen, wie generell die Partizipationsmöglichkeit in dieser Gesellschaft funktioniert. Und klar, Wählen ist sehr wichtig und unsere Kampagne geht ja auch um Wählen, aber es geht ja auch nicht nur um Wählen, es geht um soziale Partizipation. Und gerade wenn es um soziale Gerechtigkeit geht und um die Partizipation von der marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft, ist es dann halt auch wichtiger zu wissen, wie die Menschen systematisch von dem wichtigsten, zum Beispiel politischen Instrumentes jedes Staates ausgeschlossen werden. Und das ist, was wir ändern wollen. Okay, danke schön. Also danke erstmal für die Einladung und danke dir auch, Cengiz, für deinen Input. Unsere Initiative geht es vor allem für Kommunalrecht für alle. Also wie du vorhin alles erzählt hast, so ist es rechtlich gesehen, ist es ein bisschen leider schwierig. So. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wenn wir jetzt von Anfang an so von null so auf Nationalebene, genau Bundestagsebene, es wird für uns sehr schwierig. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir werden so erstmal auf Kommunalebene arbeiten. Auf Kommunalebene sind wir direkt davon betroffen. Das betrifft unseren Alltag, wo unsere Kinder zur Schule gehen, wo die deutsche Kurse für Migranten, also für Geflüchtete oder die Migranten sind und wo man so einfach beeinflusst, dass zum Beispiel diese deutsche Kurse, das nehme ich zum Beispiel als Beispiel, so nicht außerhalb der Stadt verlegt werden, wo sie gar keinen Kontakt mit anderen Menschen haben. Also Kommunalwahlrecht war für uns wichtig, weil das betrifft uns erstmal direkt in unserer im Alltag. Das betrifft uns, wie wir mit der Bahn fahren, wo die Bahnhaltestellen sind und so weiter und so fort. Und es ist leider gesetzlich, rechtlich gesehen, es ist leider ein bisschen schwierig, aber die Gesetze sind ja von Menschen da. Also die Gesetze müssen das Leben erleichtern und was von Menschen machen und nicht das Leben von und nicht Barrieren in den Weg zu stellen. Und nicht alles, was im Gesetz steht, also ich habe auch Jura studiert, ich finde es auch nicht alles, was im Gesetz steht, soll auch fair sein, so vor allem. Es gab auch ja gesetzlich auch, ich will das nicht wörtlich vergleichen, aber zum Beispiel also Diskriminierung gegenüber von Menschen mit Dunkelhaut so in den USA war auch gesetzlich verankert, aber das bedeutet nicht, dass es war fair für alle Menschen so. Und wir sind jetzt von Gesetz betroffen und Gesetz diskriminiert uns und diskriminiert uns in unserem Alltag. Deswegen, ich finde es schon wichtig, dass wir auch Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu machen. Dieses Thema wird immer untergegangen. In politischen Debatten wird kaum darüber diskutiert. Und die Politiker und politische Parteien haben nicht so richtig Druck, dieses Thema irgendwas vor dieses Thema zu machen oder irgendwas zu ändern, weil sie gar keinen, also nicht so richtigen Druck haben. So. Deswegen, ich bleibe noch ein bisschen optimistisch.
die Gesetzgebung machen, die sind ja im Endeffekt Menschen und die Anzahl der Migranten hier in Deutschland steigt immer. Wir sind jetzt ein Teil der Gesellschaft, man kann uns nicht mehr so ignorieren. Wir sind da, ich betrachte mich zum Beispiel als ein Teil der Gesellschaft und dementsprechend muss meine Stimme gehört werden. Es ist gerade vielleicht ein bisschen schwierig, aber mit der Zeit, ich bin der Hoffnung, dass wir irgendwas bewirken können. Cengiz hat seine Frage. Habe ich vernommen. Ich wollte nur einmal, danke Jagar, danke Sonas. Ihr sagt natürlich völlig zu Recht, dass Gesetze auch geändert werden können und dass die Personen beziehungsweise auch die Gremien, die Instanzen, die Gesetze ändern, von Menschen beziehungsweise von Parteien gebildet werden. Mich würde noch mal interessieren, wie jetzt eigentlich im Wahlkampf eure Initiativen aufgenommen wurden von den Parteien. Und danach gerne Cengiz. Also wir haben mit verschiedenen Parteien gesprochen und ich fand es auch, ich meine, das hat mich ein bisschen überrascht so. Also als ich mit Parteien darüber gesprochen habe, zum Beispiel bei Grünen, bei SPD, und die haben das Thema richtig freigesetzt und haben gesagt, ja total, wir sind davor und das ist ein sehr gerechtes Thema und das muss auch Kommunalwahlrecht geführt werden und so. Aber in der Tat machen sie einfach nichts, weil sie keinen richtigen Druck haben. So. Also ich habe, also die Linke, SPD, Grünen sind alle drei davor so. Aber ich weiß nicht, es fehlt ein bisschen Druck, dass sie irgendwas in der Tat machen. Also wenn ich mit denen rede, die sind schon davor. Die sagen, ja, okay, also wir sind schon vor dieses Thema und wir haben das in unserem Wahlprogramm, dass wir also Staatsbürgerschaft ein bisschen erleichtern oder sogar bei Linken, dass man ohne auch Staatsbürgerschaft wählen kann. Die sind schon davor, aber es fehlt einfach ein Druck, dass man sie dazu zwingt, dass sie auch in der Tat was machen. Soll ich auch weiter ergänzen? Du kannst gerne ergänzen, wenn du möchtest. Jetzt sehe ich hier schon einige Hände hochgehen und fange mal eine Redeliste an. Das ist ja hier. Ja, aber gerne Sonnens essen. Ja, ich wollte nur kurz auch von unserer Erfahrung auch ein bisschen berichten. Erstens, ja, danke, Jagar. Was du gesagt hast, stimme ich total zu. Also, dass das nur, weil das ist auch, was wir versuchen, auch ein bisschen zu ändern im Rahmen von dieser Kampagne, auch nicht nur. Ja, die halt Gesetz zu ändern, sondern auch darüber zu sprechen erstens und die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass erstens das passiert. Das heißt, 10 Millionen, 14% der volljährigen Bevölkerung werden von der Bundestagswahl ausgeschlossen. So, das ist unser erster Schritt, alle anderen Menschen darauf aufmerksam zu machen. Und zweiter Schritt ist auch jetzt versuchen, das zu ändern und auch Wege zu finden. Und die Wege können auch über parteipolitische Wege gehen oder können auch von den zivilgesellschaftlichen Wege auch gehen. Und von unserer Erfahrung würde ich sagen, dass wir, wie du es gesagt hast, es gibt halt sehr viele Positionierungen von unterschiedlichen Parteien zum Thema Wahlrecht für alle. Die Linke hat zum Beispiel vor der Bundestagswahl, die haben auch ihre eigene Kampagne gestartet. Auf ihrer Webseite könnt ihr das auch sehen. Wir fordern auch Bundestagswahlrecht, Kommunalwahlrecht und Teilhaberecht in die Volksentscheide für alle Menschen in Deutschland, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Ich habe auch in den Fragen gesehen, dass jemand gefragt hat, was Lebensmittelpunkt heißt. Was Lebensmittelpunkt heißt, heißt eigentlich, dass die Menschen hier angemeldet sind. Ich glaube, dass das wäre halt die Definition, genau, oder unsere Definition mindestens. Und die andere Parteien, es gibt diese andere Partei, die Urbane, die haben zum Beispiel von vorne an die Kampagne sehr gut unterstützt. Es gibt andere Parteien, wie zum Beispiel die Grünen, die unterstützen auch. Natürlich, es hängt immer davon ab, welche Parteien in welchem Bezug in welcher Stadt. Also zum Beispiel in Berlin haben die Grünen die unsere Forderung sehr stark unterstützt. Natürlich in anderen Städten ist es nicht der Fall unbedingt, aber die Grünen fordern auch kommunales Wahlrecht für alle zum Beispiel. Das wäre für die der erste Schritt. Die versuchen aber auch durch den anderen Weg zu gehen und den anderen Weg ist quasi die Einbürgerung zu erleichtern, wie du das gesagt hast. Das wäre aber auch den Weg, den zum Beispiel SPD
und FDP auch nutzen würden. Also SPD und FDP haben beide gesagt, dass sie erstens die Mindestdaueraufenthalt zu 5 Jahre und 4 Jahre verkürzen wollen. Das wollen aber auch die Grünen, ich glaube auch 4 Jahre. Und die wollen aber auch die anderen Voraussetzungen und andere Hürden wollen die auch erleichtern. Weil ich meine, das Prozess von Einbürgerung ist ja auch nicht so einfach. Das ist einer der Gründe, warum die Menschen sich nicht einbürgern lassen. So, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass es nicht auch immer darum geht, dass die Menschen das nicht wollen. Es geht darum, dass Einbürgerung ist ja auch ein Prozess, der auch mit vielen Privilegien verknüpft ist. Das heißt, die Menschen müssen bestimmte Einkommen haben, die müssen bestimmte Deutschkenntnisse haben. Das hat an sich sehr viele bürokratische Hürden, um die Einbürgerung zu beantragen. Man darf keine Strafgeschichte haben und so weiter und so fort. Und so werden zum Beispiel auch durchschnittlich mehr marginalisierten Gruppen wieder von diesem ein, also die überwiegend zum Beispiel ärmere Menschen oder Menschen aus anderen sozialen Klassen werden auch dann wieder ausgeschlossen aus dem Einbürgerungsprozess an sich. Und das zeigt sich wieder, wer halt in dieser ganzen politischen System das Teilhaberecht hat. Und genau, aus der Erfahrung habe ich auch gesagt, aber aus der zivilgesellschaftlichen Perspektive muss ich sagen, dass viele, viele Initiativen und Menschen uns auch unterstützt haben und die Forderung unterstützt haben. Wir haben jetzt, glaube ich, über 12.000 Unterschriften mit der Petition auf change.org. Es gibt viele Initiativen, vor allem auch in Berlin, die auch auf unserer Demo teilgenommen haben. Also ich sehe das. Wir haben natürlich, das sollte ich auch nicht vergessen, wir haben auch sehr, sehr viele Hasskommentare bekommen. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass generell dieses Gedanken, dass so Teilhaberecht und Partizipationsrecht unabhängig von der Staatsbürgerschaft betrachten werden kann, ist für viele Menschen natürlich immer noch eine radikale Idee, weil wir auch in diesem nationalistischen Denken alle sozialisiert wurden. Und unsere Gedanken geht auch davon aus, dass die Menschen erstmal ihre Rechte verdienen müssen. Und verdienen müssen in dem Fall heißt, dass sie sich erstmal einbürgern lassen müssen und sich zu deutsche Werte erstmal stehen müssen und bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, um ihr normale BürgerInnenrechte zu bekommen. Mit den Einbürgerungen und dem Staatsangehörigkeitsrecht wirfst du natürlich einen wichtigen Punkt auf, Sanas, vielen Dank. Und da ergibt sich ja auch unabhängig von den rechtlichen Voraussetzungen im Staatsangehörigkeitsgesetz allein die ganz praktische Hürde, jedenfalls in Berlin mit der Arbeit in den Bezirken und auch auf Landesebene, die ja alles andere als schnell ist und es da ja teilweise auch mehrere Monate, ich glaube in Friedrichshain-Kreuzberg sind es 10 bis 12 Monate, bis die überhaupt die Unterlagen bearbeiten, die eingereicht werden. Also das ist allein auch schon eine unglaubliche Hürde. Cengiz war zuerst dran, aber ich nehme Dennis dran, weil Dennis hat noch nichts in dieser Runde gesagt. Und dann gerne Cengiz. Falls Cengiz' Reaktion auf Jagas nochmal Invention war, kann er ruhig dazwischen kommen. Das ist jetzt keine Sache der Vielrednerin und weniger Rednerin. Ganz kurz 2 Anmerkungen, genau das wollte ich auch machen, Dennis, danke. Also um das zu bekräftigen, was gesagt worden ist, es gibt auch ein tolles Gutachten von Ulrich Preuß, der genau argumentiert, dass es eine Nuance geben kann und eine Nuance geben muss zwischen Staatsvolk und Gemeindevolk. Und zwar aus dem Grund, weil kommunalpolitische Angelegenheiten nochmal anders strukturiert sind als Bundes. Das spricht wahrscheinlich etwas gegen deine Arbeit, Sanas, um beide zusammenzudenken. Aber wenn man etwas kleinschrittig denkt, finde ich das ein überzeugendes Argument, dass die kommunalpolitischen Themen nochmal anders strukturiert sind, die Konfliktlage nochmal anders ist, weshalb wir eine Differenzierung machen müssen zwischen Gemeindevolk und Staatsvolk. Und der zweite Punkt wäre, es gibt auch Denkerinnen, die inzwischen auch wirklich uns ermutigen, in eine andere Richtung zu denken, wie Ayelet Shachar. Ayelet Shachar ist eine Politikwissenschaftlerin, glaube ich, und ehemalige Direktorin des Max-Planck-Instituts in Göttingen.
Ihre Hauptthese ist, dass wir weggehen müssen von einer Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft hin zu einer Mitgliedschaft, zu einer subjektiv empfundene Zugehörigkeit. Und statt Jus Soli oder Jus Sanguinis befürwortet sie Jus Nexi, also wo man sich verbunden fühlt, wo man sich zugehörig fühlt, zu welcher Gesellschaft. Und dass eine politische Gemeinschaft, Gesellschaft sich so zu organisieren hat. Also in verfassungspolitischen Debatten ist die Idee da und ich vermute, dass wir das einfach nicht locker lassen müssen, weiterhin diskutieren müssen. Dennis. Ja, da kam jetzt nochmal in den Chat das Kommentar, Faisum hätte sich vor mir noch gemeldet. Ich habe es leider, genau. Nochmal an dem Punkt aufzugreifen, dass ja auch sehr viele Parteien in dem Wahlkampf darauf eingegangen sind. Sie sind auch darauf eingegangen, BZI war auch in dem Netzwerk Wir Wählen, der sich dafür einsetzt, auch auf kommunaler Ebene, dann aber auch bei allen anderen Ebenen das Wahlrecht zu öffnen. Das Problem ist jetzt nicht, ob progressive Parteien darauf eingegangen sind oder nicht. In vielen Wahlprogrammen, in den entscheidenden Wahlprogrammen zumindest, hat man das auch gesehen. Der Knackpunkt ist, dass sie das keine Priorität gemacht haben. Es war keine Priorität in den Runden, in den öffentlichen Runden. Es war keine Priorität in den Triellen. Es war auch keine Priorität, als die Sondierungsgespräche geführt worden sind. Wenn wir aber da hinschauen, zum Beispiel zu den Ergebnissen von Wir Wählen, das Wahlverhalten von denen, die kein Wahlrecht haben, sind ja genau das gleich so identisch ausgefallen, wie es auch in den Wahlergebnissen war. Also das hängt nicht damit zusammen, dass durch die Öffnung sich das totale politische Landschaft verändern würde. Ja, okay, einige nicht-demokratische Parteien würden dann nicht reinkommen oder andere wären dann weniger bevorzugt. Das will ich hier jetzt nicht weiter ausarten. Aber der politische Wille würde schon sowieso in den gleichen Bereichen bleiben. Was wir hier nochmal betonen müssen, dass das nicht eine Priorität ist für die progressiven Parteien, hängt auch damit zusammen, dass es immer noch als eine Privilegiersuche gesehen wird. Also, dass wir migrantische, migrantisierte Organisationen oder vielfaltsbejahende Institutionen, Gewerkschaften, dass wir da die Bittsteller dafür sind, Privilegien für Migrantinnen und Migranten, Ausländerinnen auszuloten, zu eruieren. Darum geht es gar nicht. Und das Problem hängt damit zusammen, dass in der Demokratie, in den demokratischen politischen Parteien gar nicht dieser Gedanke, diese Logik und Paradigma angekommen ist, dass das eigentlich deren Aufgabe ist, die Demokratie vielfältig aufzustellen und das Angebot da sein muss, das Gebot da sein muss, dass sie ja eigentlich für die Bevölkerung da sind, egal ob sie jetzt den deutschen Pass haben oder nicht, oder dass sie vertreten müssen. Und wenn wir auf die Demografie schauen, auch bei unter 10-Jährigen sind wir bei 70% von Menschen mit Migrationshintergrund, davon auch sehr viele vielleicht auch ausländische. Bei den 18-Jährigen sind wir schon bei 70%. Also die Logik und das Problem liegt daran, dass wir immer noch an dem Punkt sind, wo wir vor 10, 20 Jahren waren, dass wir für kommunales Wahlrecht oder Wahlrecht auf anderen Ebenen seitens vielfaltsbejahender Organisationen, Institutionen und Akteuren kämpfen und das aber so wahrgenommen wird, ja, jetzt wollen sie das auch noch. Und darum geht es gar nicht. Es wird auch gar nicht so klick gemacht, dass es ein Demokratiekampf ist, dass es ein Demokratisierungskampf der Gesellschaft ist. Das wollte ich schon mal aufgreifen. Und man hängt immer noch an den Punkten, auch bei der Einbürgerung, so wie du, Sanas, gesagt hast, dass die Einbürgerung noch die Krönung der Integration ist oder die Krönung des Zugehörigkeitsgefühls oder dass auch das politisch Teilhabens gesehen wird. Und deswegen gesagt wird, ja, dann sollen sie sich doch einbürgern. Wieso sollten sie auf dieser Ebene, auf jener Ebene, dann das Recht bekommen. Wenn wir aber da, wie du, Amagan, gesagt hast, genauer hinschauen, in der Praxis läuft vieles schief, auch in dem Gesetz läuft vieles schief, was ausgrenzend ist, auch für die, die sich einbürgern möchten. Und wenn wir da hinschauen, dass sich ja eigentlich nicht alle einbürgern müssen,
es muss nicht daran hängen. Das gleiche Prinzip kommt ja auch für die kommunalen Ausländer- und Integrationsbeiräte, die unsere Basis darstellen, indem gesagt wird, ja, sie sollen sich doch einbürgern, solche Räte braucht man nicht und dann hätten sie auf anderen Ebenen auch das Wahlrecht. Darauf kommt das nicht an. Es kommt darauf an, wie wir die politische Teilhabe öffnen und inklusiv gestalten können. Und wir müssen sie von Stück davon entkoppeln, dass sie an den rechtlichen Voraussetzungen hängt, dass man auch an anderen Ebenen da anknüpfen kann und die Beteiligung erstmal öffnen kann und dadurch dann auch einen Dominoeffekt dann kriegen kann, dass sich auf die anderen Aspekte der politischen Beteiligung dann auch eine Wirkung hat. Also erstmal soweit, damit Fesum auch mal zu Wort kommt und danach können wir nochmal auf die Themen einzeln eingehen. Vielen Dank, Dennis. Ja, Fesum, die Gewerkschaften haben ja in dem ganzen Themengeflecht Wahlrecht eine besondere Rolle eingenommen in den letzten Dekaden. Vielleicht kannst du das erstmal anreißen oder aber auch und oder das, was dir jetzt gerade auf der Zunge lag, loswerden. Ja, total gerne. Also erstmal sorry, am Anfang hatte ich echt technische Störung. Bei der Deutschen Bahn lief das besser als jetzt im DGB-Haus bin ich gerade. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Genau, aber ich wollte erstmal genau in die Diskussion rein, weil ich es jetzt wirklich spannend finde. Das Juristische, aber darüber hinaus Politische eigentlich. Also erstmal als Gewerkschaften seit 80er Jahren, auch als IG Metall, haben wir die Forderung nach kommunalem Wahlrecht bis heute. Und mir wurde jetzt nochmal deutlich, auch im Sommer, wo wir Veranstaltungen zu den Bundestagswahlen gemacht haben mit unseren ehrenamtlichen Mitgliedern, was ein großer Schmerz da auch ist. Also Menschen, die seit 20, 30 Jahren hier sind, die in den Betrieben arbeiten und Steuern zahlen, all das, ne, die sich engagieren, das ist sozusagen, ich habe ein Seminar vor der Unteilbar-Demo in Erinnerung, wo wirklich einige gesagt hat, wie schmerzhaft und wie enttäuschend das ist, nachdem wir 30 Jahre das gefordert, 40 Jahre fordern und immer noch nicht kommen, dass das nicht nur eine Frage von Nichtwertschätzung ist, sondern sozusagen, also überhaupt nicht verstehbar. Und natürlich auch nicht verstehbar, weil dazu sage ich später nochmal was zu der betrieblichen Realität. Weil wenn wir von Wahlrecht für alle sprechen, dann sozusagen, das haben wir ja schon, das haben wir im Betrieb. So, dazu sage ich später noch was dazu. Aber das finde ich wichtig, den Schmerz, den sozusagen das für Menschen und auch ein Unverständnis. Ich finde an der Stelle überhaupt nicht, dass Einbürgerung ein Argument da ist. Der Kollege letztens hat mir dann gesagt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was hat das miteinander zu tun? Und das ist so absurd, weil ich meine, es sind Menschen, die Funktionen haben schon lange, die sich engagieren, die Betriebsratsvorsitzende sind und so weiter, Vertrauenskörperleiter und innen. Das ist sozusagen unglaublich viel, was sie im Betrieb und in der Gesellschaft leisten. Dort wählen dürfen, sich wählen lassen dürfen, aber gleichzeitig draußen an den Bundestagswahlen zum Beispiel nicht partizipieren. Ja? Und das ist sozusagen total irrsinnig und total paradox. Und das Letzte, wir hatten eine Veranstaltung mit Verdi zusammen gemacht, mit dem Bundesmigrationsausschuss im Sommer, mit der Linken, mit der SPD und mit den Grünen. Und auch zu der Frage von Wahlrecht, das war natürlich Thema, was von unseren Mitgliedern auch dann eingebracht wurde. Das, was ich danach verstanden hatte, war sozusagen, dass es alles im Wahlprogramm steht, dass die sozusagen alle diese linken Parteien dafür sind, aber sie nicht nur juristisch, sondern auch keine Mehrheiten im Bundestag sehen. Also so wie ich es verstanden, ich habe sie danach geprüft, brauchst du eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, die gibt es nicht. Und deswegen auch die Priorisierung, das sehe ich so, war sozusagen als aussichtslos in der jetzigen Konstellation, das überhaupt nach vorne zu bringen. Wenn das so ist, wie gesagt, ich habe es nicht, da können die Juristen vielleicht was dazu sagen, wenn das so ist, dann ist es wahrscheinlich strategisch, aber das fand ich schon sehr ernüchternd. Das war zumindest die Antwort dort. Und deswegen wollte ich mal sagen, einmal der Schmerz, der damit einhergeht, zweitens sozusagen der Widerspruch zwischen Betrieb und Gesellschaft und das Dritte aber auch die strategischen Antworten der drei Parteien. Danke dir, Fesum. Ja, Jaga, du hattest dich noch mit. Ja, genau. Also ich wollte nochmal zu diesem Punkt mit der Einbürgerung, was Dennis und Sanas erwähnt haben. Also es wird uns immer gesagt, du bist ja schon lange hier, warum lässt du dich nicht einbürgern und dann hast du das Wahlrecht auf Kommunalebene, auf Bundesebene. So, also das ist meine Erfahrung, das ist ein ganz lives Beispiel. Ich komme aus Syrien, ich bin seit 2014 hier in Deutschland. Ich kam als politischer Flüchtling. Das heißt, ich bin in Syrien verfolgt. Hier in Deutschland habe ich ja Deutsch gelernt und auch hier studiert und ich arbeite hier und zahle auch jetzt Steuern.
ich gehe zum also Ausländeramt, sage ich, ich muss eine Staatsbürgerschaft beantragen. Das, dann wird mir gesagt, du musst zur syrischen Botschaft gehen und diese Geburtsurkunde herbringen. Also ich, als ich nach Deutschland kam, ich habe meine ID-Karte gezeigt. Ich habe meine Uni, also ich habe in Syrien Jura studiert. Ich habe meine Jura, also Dokumente vorgezeigt und die waren alle abgestempelt von Auswärtigen Amt in Syrien. Das habe ich gemacht, bevor ich nach Deutschland kam. Die hatten nach, also damals, als ich die Flüchtlingseigenschaft bekommen habe, die haben mir das gegeben aufgrund von diesen Beweisen, dass ich mein ID gegeben habe, dass ich auch mein Uni-Zeugnis gegeben habe. Jetzt, wenn ich das beantrage, sie sagen mir, nee, das reicht, also das geht nicht. Wie können wir sicher gehen, dass du Syrer bist, so, obwohl ich dann alles schon gegeben habe. Sie werden mich zur syrischen Botschaft gehen. Zur syrischen Botschaft kann ich niemals hingehen. Also syrische Botschaft gehört zur Souveränität von Syrien. Also ich bin verfolgt, ich bin von diesem Regime hierher und dann schicken sie mich zu dieser Botschaft und dann muss ich auch diese Botschaft, also Assad-Regime, so Diktator, der wegen ihm ich hier bin, ihm auch mit dem Geld unterstützen, muss ich auch 400 Euro zahlen für nur ein Dokument, damit Ausländerbehörde gehen. Das macht einfach null Sinn und es wird auch darüber gar nicht diskutiert und das ist, das, weil wir einfach unterrepräsentiert sind. So. Also wie kann man so als jemand von also verfolgt ist, als Flüchtling hier zu dieser Botschaft gehen, wo er verfolgt ist. So. Das ist ein Beispiel, was ich gerade dazu sagen wollte, warum zum Beispiel wie ich zum Beispiel Geflüchtete hier nach 7 Jahren keine Staatsbürgerschaft beantragen kann. Danke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den kann ich auch aus rechtspraktischer Erfahrung als Rechtsanwältin in dem Bereich bestätigen, Jagger. Das ist ein weit verbreitetes Problem, das in keinster Weise Beachtung gefunden hat bislang. Cengiz, vielleicht die Frage an dich nochmal gerichtet. Das Argument von Fesum, das er gebracht hat, 2/3 Mehrheit. Könntest du dann nochmal klarstellen, wann eine 2/3 Mehrheit erforderlich ist, zu welcher Gesetzesänderung? Bei einfachen Gesetzen, also wenn wir doch jetzt tatsächlich über das Staatsangehörigkeitsgesetz sprechen, das man ändern könnte, dann ist dafür keine 2/3 Mehrheit erforderlich. Also eine 2/3 Mehrheit brauchen wir für die Änderung des Grundgesetzes tatsächlich. Aber möchtest du dazu noch mal was ausführen? Weil das ja ein Argument ist, was ich jetzt auch schon von vielen Ecken gehört habe. Nee, wir können tatsächlich nichts machen, wir brauchen dafür eine 2/3 Mehrheit, sodass dann alle denken, zur Gesetzesänderung bedarf es immer einer 2/3 Mehrheit. Also ich habe jetzt mein Grundgesetz nicht dabei, jetzt werde ich auf dem falschen Fuß erwischt hier. Ich dachte, wir diskutieren über das Ausländerwahlrecht und nicht über Verfassungsänderungen. Nee, tatsächlich, also 2/3 Mehrheit in beiden Kammern natürlich, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Also die Hürden liegen wirklich sehr hoch für eine Verfassungsänderung. Und also wie anfangs erwähnt, ich finde die Argumentation in der Verfassungsliteratur auch wirklich interessant, dass auch wenigstens, also nicht mit Kommunalwahlrecht wird so argumentiert, aber vor allem, weil der verfassungsändernde Gesetzgeber in Artikel 28 Absatz 3 diesen Satz eingeführt hat zu Unionsbürgerinnen, wird im Umkehrschluss abgeleitet, dass für Bundestags- und Landtagswahlen auch nicht per Gesetz eine Änderung herbeigeführt werden kann. Dass das wenigstens nur mit einer Verfassungsänderung stattfinden kann. Also das finde ich schon eine sehr hohe Hürde. Und dann gibt es noch Juristinnen, Konservative natürlich in diesem Fall, die behaupten, dass im Hinblick auf die etablierte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ja das Staatsvolk als deutsche Staatsangehörige, als die Gemeinschaft der deutschen Staatsangehörigen definiert hat, dass das so ein Grundpfeiler des Grundgesetzes ist, dass das auch nicht änderbar ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht unbedingt so sein muss. Ich glaube, dass man durchaus
dass der verfassungsändernde Gesetzgeber durchaus das Staatsvolk anders definieren kann und dass das Bundesverfassungsgericht das auch als Entscheidungsspielraum des verfassungsändernden Gesetzgebers auch anzusehen hat. Ja, also kategorisch, absolut unmöglich ist das nicht. Es ist leider eine Frage des politischen Willens. Politischen Willens des verfassungsändernden Gesetzgebers und nicht des Gesetzgebers selbst. Ja? Also auch natürlich, aber in diese spezifische Konstellation. Ja. Dennis, Stichwort politischer Wille. Du hattest dich eben aber auch noch gemeldet. Ja, genau, der politische Wille. Und ich sehe das genauso wie Fesum, dass da vielleicht auch nochmal der Hintergedanke mitgespielt hat. Das wird ja eh nicht möglich sein und dass man das deswegen auch bei dem Wahlkampf nicht zur Prioritätssache gemacht hat. Aber genau diese politische Wille, diese politische Überzeugung sollte ja da sein, unabhängig davon, wie die Wahl ausgehen wird. Ich erwarte von den progressiven Parteien, wenn sie das auch in ihren Wahlprogrammen aufnehmen können, wenn sie das so ernst nehmen, dass es in den Wahlprogrammen, auf ihren Seiten, auf ihren internen Talks dann auch aufgegriffen wird, dass sie das dann auch sich dahinter auch stellen können und auch sagen können, auch wenn das jetzt nicht so ist, werden wir trotzdem diesen Kompromiss suchen, auch bei denen, um diese Zweidrittelmehrheit zu machen. Aber dass diese generell, dass diese politische Überzeugung, dass diese politische Willenskraft nicht da ist, das sehen wir ja auch darin, dass noch in keiner politischen Partei eine nachhaltige Strategie dafür gibt, sich auch wirklich vielfältig aufzustellen. Ist auch bei den ganz progressivesten Parteien ist das meist auf dem Papier oder wenig mit Leben gefüllt oder hier und da, wo man dann auch eher die Konstellation oder die Vorreiter, Pioniere hat, dass man diese vielfältig aufzustellen ernster nimmt. Aber ansonsten sehen wir immer wieder, dass es eine saisonelle Aufgabe in der politischen Landschaft ist, sich vielfältiger aufzustellen. Die saisonelle Aufgabe wird immer vor den Wahlen wahrgenommen und gesagt, wir sind zu allen offen, das wollen wir auch. Ach, hier haben wir ja diese Person, ach, da haben wir ja noch diese Person, die gepusht wird. Aber wir sehen da nicht einfach eine nachhaltige Strategie, wie sich eine Partei noch vielfältiger aufstellen kann. Ja, wir haben jetzt in diesem Bundestagswahl mehr Menschen mit Migrationshintergrund, MandatsträgerInnen mit Migrationshintergrund bekommen. Ist das genug? Nein, bei weitem nicht. Haben wir das auch bekommen? Und das war erstaunlicherweise nicht, weil sie tolle Listenplätze hatten, sondern weil sehr viele auch diesmal überraschenderweise und anders als in den vorherigen Bundestagswahlen auch über Direktmandate reingekommen sind. Da war also der Wille der Wählerinnen und Wähler da, nicht der Wille der Parteien da, dass diese Menschen auch reingewählt worden sind und damit zu der Vielfältigkeit des Bundestages beitragen. Das zeigt gleichzeitig auch, dass die Wählerinnen und Wähler wählerischer geworden sind in Sachen Vielfalt und durch ihre Stimme das unterstützen. Aber wir kommen damit nicht lange voran, wenn das nur daran hängt. Das muss wirklich eine Strategie der Parteien werden, dass sie sich vielfältiger aufstellen. Und Sanas hatte das am Anfang nochmal erwähnt. Vielfältiger aufstellen heißt jetzt nicht nur Cengiz, nehme ich mal jetzt als Beispiel, nimm das bitte nicht persönlich, aufzustellen, weil sein Name ein nicht deutscher Herkunft lesbar macht, aber dann gleichzeitig er Jurist ist und aus einer bestimmten Bildungsschicht kommt und man sich dadurch den favorablen Migrantinnen und Migranten wählt. Es hängt damit zusammen, die Politik vielfältig aufzustellen, dass man auf verschiedenen Ebenen diese Vielfältigkeit aufgreift, dass man sich nicht nur auf die Juristinnen und Juristen, Wirtschaftsexperten, die lesbaren, nicht deutschen Hintergrund haben, konzentriert, sondern auch darauf schaut, wo sind die Personen, die einen Berufsabschluss haben oder einen Hauptabschluss haben. Wo sind die Leute, die, bevor sie reingewählt worden sind, vielleicht arbeitslos waren auf längere Zeit? Wo sind die Menschen, die Fluchterfahrungen mitbringen? Wo sind die Menschen, die alleinerziehend und Frau und gleichzeitig migrantisch und vielleicht dann auch queer sind? Wo sind diese Menschen? Diese Menschen sind in der Gesellschaft. Deswegen müssen wir wieder zu dem Punkt zurückkommen, Überzeugung. Überzeugung kann man nur dadurch zeigen, dass man die Strategien aufsetzt. Wie läuft das im Moment? Im Moment läuft es darüber, dass es größere Figuren
Akteure, Persönlichkeiten in den Parteien gibt, die den anderen die Türen öffnen, aber sich immer noch nicht etwas etabliert hat, wodurch dieser Wandel in den Sitzreihen des Plenarsälen kommt. Was schlagen wir vor? Wir schlagen vor, dass das auf allen Ebenen die Politik näher gebracht werden muss. Dass politische Teilhabe nicht nur als Mandat gesehen wird, sondern als politische Beteiligung. Und dadurch auch vielleicht auch gleich bei den, das kam auch als Frage, bei den Integrationsbeiräten kommt hier dieser Essenz raus. Du brauchst keinen deutschen Pass, um in der Kommunalpolitik bestimmte Themen zu besetzen. Du kannst da mitspielen. Du kannst da zur Politik näher kommen. Und wenn du da mehr für dich entdeckst, kannst du dich natürlich auch einbürgern, falls du das noch nicht gemacht hast, und auf anderen Ebenen dann auch aktiv werden. Und das sehen wir in sehr vielen Biografien. Was sagen wir aber auch gleichzeitig? Darauf sind wir eingegangen. Einbürgerung muss in der Praxis, aber auch in dem Rechtssystem einfacher werden. Für die, die es wollen. Auch Mehrstaatlichkeit sollte jetzt kein Hindernis dafür sein. Wir sagen aber gleichzeitig auch, dass es nicht nur auf den Parteien kommt, diese Vielfältigkeitsstrategien aufzusetzen, sondern auch überparteiische Systeme das auch mit anstoßen müssen. Sie müssen an die Netzwerke die Türen öffnen für die Leute, die nicht in diesen Kreisen aufgewachsen sind oder das aus ihren Biografien nicht mitbringen. Und da schätze ich auch, das würde ich auch gerne das Projekt Politikakademie der Vielfalt mit einbringen, weil wir da nicht so einen Blick drauf haben, Politikakademie der Vielfalt bringt jetzt den Nachwuchs für die Parteien weiter. Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, politische Teilhabe im Gesamtkonzept zu sehen und das auch in den NGOs die Leute aktiv werden und nicht nur in den migrantisierten NGOs, sondern auch in den Umweltverbänden, in den Gewerkschaften, in den Wirtschaftszweig, dass man dort die Leute sieht und dadurch dann auch zum Punkt kommt, dass Vielfalt in der Politik auf die Herkunft reduziert wird, wo ich als nicht deutsch gelesene Person oder türkeistämmig gelesene Person einfach in der Politik lande, um Migrationspolitik zu machen, wenn es mir nicht liegt. Und genau an dem Punkt muss sich, glaube ich, noch sehr viel noch verändern. Cengiz, dann Sanas, dann Jagar. Ich möchte jetzt so weniger aus einer rechtswissenschaftlichen, rechtsdogmatischen Perspektive argumentieren, sondern nochmal aus einer rassismusanalytischen, kritischen Perspektive. Also wenn, Dennis, du der Meinung bist, also gerade gesagt hast, dass der politische Wille nicht da ist, ich frage mich wirklich, und vielleicht hilft ein Rechtsvergleich, also ein Staatenvergleich uns, warum das genau im deutschen Kontext, mir scheint es, dass es im deutschen Kontext noch mal, dass das Thema noch mal extra empfindlich ist, beziehungsweise noch mal extra schwer ist, wenn wir ja sehen, dass andere europäische Staaten das Kommunalrecht durchaus kennen. Im Übrigen, Jagar, ich bin seit 20 Jahren in Deutschland und bin belgische und türkische Staatsangehörige. Ich darf auch noch immer nicht wählen. Und ich habe bisher nicht ein Bedürfnis gehabt, um mich einzubürgern. Und aber um zurückzukommen, ich versuche zu verstehen, was genau mit dem deutschen Nationsverständnis, was der deutsche Nationsverständnis, dass das deutsche Nationsverständnis beinhaltet, was das Ganze so extra schwer macht. Und mir scheint ein Vergleich mit Frankreich gewinnbringend sein, weil Frankreich ist auch eine Nation, la grande Nation, und auch mit einem sehr großen Nationsverständnis, sehr selbstzentriert. Und ich würde gerne wissen, wie das dort debattiert wird, weil Großbritannien und Belgien und so sind da, glaube ich, etwas liberaler und Holland auch. Und mir scheint auch, also, dass eigentlich, also mir ist gerade eingefallen, dass ich am Anfang die Nuance gemacht habe zwischen dem Begriff des Ausländers im staatsangehörigkeitsrechtlichen Sinne und sozialkonstruktivistischen Sinne. Aber ich habe das Gefühl, dass in diese Debatte das genau zusammenfällt, dass eigentlich für das Wahlrecht also entscheidend ist, wie die Politik eigentlich die Ausländerinnen sieht, wahrnimmt, nämlich defizitäre Staatsbürgerinnen, also defizitäre Bürgerinnen, und die es einfach nicht brauchen und die vielleicht mal sich bemühen sollten, um sich zu integrieren, und wenn sie durch diese Hürde des Staatsangehörigkeitsverfahrens kommen und so, vielleicht eventuell dann
Anspruch haben auf politische Willensbildung. Und also mir scheint wirklich, dass genau hier die sozialkonstruktivistische, also die Sozialkonstruktion des Ausländers, der Ausländerin zusammenfällt mit staatsangehörigkeitsrechtlicher Konstruktion des Ausländers im deutschen Kontext. Ich würde gerne mal also wirklich auch von euch hören, was ihr so dazu denkt. Genau, ich wollte nur auch kurz ein paar Punkte hier ergänzen. Erstens ist das, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, gerade wenn wir über das Wahlrecht von andere Staatsangehörige reden, ist es auch sehr wichtig zu erwähnen, es gibt auch staatlose Menschen in Deutschland wie überall der Welt. Und für die staatlose Menschen ist generell dieser Prozess von Einbürgerung und generell jegliche Beteiligung in allen bürokratischen und systematischen Prozess in der Gesellschaft viel, viel schwieriger. Und das heißt, dass diese Einbürgerung ist für die Menschen, die keine Staatsangehörigkeit haben, auch sehr, sehr schwer zu erreichen und damit halt die Teilhabe. Und das ist, wie vorher auch erwähnt wurde, das ist halt auch dieses Teufelskreis, also nicht nur beim staatlosen Menschen, sondern generell dieses Teufelskreis von, solange die Menschen auch kein Wahlrecht haben, die sollten auch nicht von der Politik vertreten werden. Das heißt, die Politik sieht auch nicht ihre Verantwortung, Interesse von den Menschen zu vertreten. Das finde ich so generell so wichtig zu erwähnen, dass, also ich meine, alleine, dass wir auf der Straße laufen und die Wahlplakate sehen und die Wahlplakate gar nichts für diese 10 Millionen Menschen, die in diesem Land leben, überhaupt, diese Plakate richten sich nicht an diesen Menschen, zeigt ja auch, wie dieses Teufelskreis funktioniert, dass die Menschen halt kein Wahlrecht haben und die müssen gar nicht denn von der Politik vertreten werden. So. Und ich wollte auch, Dennis, was du gesagt hast, wollte ich auch so ergänzen und sagen, klar, das Problem ist, dass das ist nicht die Priorität von der deutschen Politik gerade oder auch von den meisten vielleicht in Deutschland lebenden Menschen, dass so viele Menschen marginalisiert werden oder ausgeschlossen werden. Ich finde es auch in diesem Kontext sehr wichtig, das Wort Marginalisierung und Diskriminierung zu benutzen, weil ich denke, dass der erste Schritt sein sollte, dass diese ausgeschlossen zu werden als eine Diskriminierung, als eine institutionelle Diskriminierung anzuerkennen und zu betrachten, um darüber mehrere Menschen darauf aufmerksam zu machen, was wirklich hier passiert. Aber was ich sagen wollte, ist, dass es ist halt generell, also wenn ich das jetzt auch generell vergleichen möchte bei der minorisierten Menschen, bei auch andere Kategorien und andere Gruppen von den Menschen, die von der Dominanzgesellschaft minorisiert werden, ist es generell natürlich so, dass ihr Anliegen sehr oft von der Dominanzgesellschaft nicht unterstützt wird. Das war, ich finde, in diesem Zusammenhang wieder auch wichtig, dass zum Beispiel Wahlrecht für nicht deutsche Staatsangehörige auch mit der Frauenwahlrecht zu vergleichen, weil damals war das auch nicht die Interesse von der Dominanzgesellschaft, dass die Frauen auch Wahlrecht haben. So, deswegen denke ich, dass ich sehe das als natürlich als Verantwortung der Politik. Klar, das ist die Verantwortung von der Politik, uns vertreten zu wollen. Aber gleichzeitig sehe ich auch als ich sehe der nächste Schritt halt so, dass wir erstmal mehrere Menschen darauf aufmerksam machen und halt vor allem auch die Nicht-Betroffenen darauf aufmerksam machen. Weil die Politik hat uns nicht geholfen. Die Politik hat gegen das Wahlrecht für alle sehr oft gestimmt. Das heißt, wir müssen auch Hilfe oder Unterstützung von der Zivilgesellschaft bekommen, solange die Politik das nicht will. Danke dir, Sanders. Fessung. Ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet, und die würde ich gerne an der Stelle einbringen, mit der betrieblichen oder auch gewerkschaftlichen Perspektive, weil wir gucken ja nach Vergleichen und sozusagen entweder in die Historie, wie Sanas finde ich jetzt gut, auch mit Frauenwahlrecht, oder nach sozusagen global, aber sozusagen im Land nochmal im Betrieb zu schauen. Das war mir vorher auch nicht bewusst, bevor ich bei der Gewerkschaft war, dass es da, wie gesagt, dieses Wahlrecht schon seit jetzt im Januar, 15. Januar nächsten Jahres, 50 Jahre gibt. Und das ist sozusagen
gar nicht so in dem kollektiven Gedächtnis und sozusagen auch im Diskurs nicht wirklich vorhanden. Und ich finde, und deswegen danke auch nochmal für die Einladung an der Stelle, dass das, weil daraus kann man, glaube ich, viel lernen. Und wir haben vielleicht zwei Sachen dazu. Einmal eine Studie gemacht über das Berliner Institut für empirische Migrations- und Integrationsforschung 2016-17. Wir wollten wissen, wie viele Mitglieder mit Migrationshintergrund haben wir von den 2,2 Millionen Mitgliedern. Dabei kam heraus, dass wir über 500.000, über eine halbe Million haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Repräsentanz, und das war sozusagen aus der Wissenschaft sehr, sehr überrascht gewesen, dass die Repräsentanz, also wir haben 22,5% aller Mitglieder haben Migrationshintergrund und im Betriebsrat und im Vertrauenskörper gibt es sozusagen mehr oder weniger im Betriebsrat 25%, im Vertrauenskörper 34%. Das sind sozusagen die gewerkschaftlichen Aktiven. Und das ist schon sehr, sehr überraschend gewesen. Deswegen haben wir nochmal eine zweite Studie nachgelegt, warum das so ist. Und das hat zwei Kernantworten. Die Studie ist jetzt im September rausgekommen. Das eine war, dass gerade in den 60er, 70er Jahren Mitglieder oft gesagt haben, die IG Metall oder die Gewerkschaften waren meine erste Heimat, weil sie die Möglichkeiten im Betrieb hatten, die sie draußen nicht hatten. Sie wurden ernst genommen, sie hatten Wahlrecht und so weiter. Und das Zweite, was genannt wurde, ist Bildung, als Bildungssubjekt wahrzunehmen, auf Bildungsseminare zu gehen, Rechte kennenzulernen, die Tools, wie kann ich meine Rechte durchsetzen, am besten mit Betriebsrat und Gewerkschaften, wenn der Arbeitgeber sozusagen nicht mehr lohnen will, dann nicht zu sagen, ja, dann ist das so, sondern zu sagen, jetzt erst recht, das wollen wir mal sehen. Also all diese Sachen sind enorm wichtig und wir haben mittlerweile, und das ist auch sozusagen, was auch nicht so wirklich sichtbar ist, wenn wir in die großen Automobilbranche zum Beispiel, VW, die Betriebsratsvorsitzende, die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo hat einen italienischen Pass, ist jetzt gewählt worden. Von Daimler Sindelfing, der Betriebsratsvorsitzende, hat auch einen türkischen Pass, Betriebsrat, Ergun Lümali, oder von ThyssenKrupp. Und da gibt es sozusagen, das sind Menschen, die sozusagen ganz viele, also Führungsaufgaben, Spitzenpositionen haben. Und das hat was natürlich mit dem Wahlrecht zu tun. Und ich meine, man muss sich vorstellen, seit 1952 können Menschen im Betrieb wählen und 1972 dürfen sie sich wählen lassen. Und das führt dazu, dass du so eine Repräsentanz hast. Und deswegen finde ich wichtig, wenn wir über Repräsentanz sprechen, dann hat das natürlich was mit Wahlrecht zu tun. Weil diese 10 Millionen Menschen, über die wir sprechen, das sind ja ein Teil, aber viele davor hatten kein Wahlrecht, bis sie sich sozusagen überhaupt mal in dem politischen Prozess, ich kann von mir selber sprechen, das hat lange gedauert, da war ich glaube ich Mitte 20, bis ich überhaupt gedacht habe, nicht nur Politikwissenschaft zu studieren, sondern sich auch einzubringen, weil ich mich gar nicht als Teil der Gesellschaft gesehen habe, weil drumherum bei mir das auch nicht so war. Und deswegen finde ich, diese Frage von Mitbestimmung, wir reden ja sozusagen von Mitbestimmung, ist entscheidend. Da reden wir auch gar nicht von Teilhabe. Das lernen diese Menschen in den Betrieben, in den Gewerkschaften. Und das sozusagen, dieses Modell ist, glaube ich, unheimlich wichtig mit reinzubringen. Also wie gesagt, diese Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes 1972 war ein Riesenmeilenstein. Und deswegen, glaube ich, wäre es auch gut, dass wir dieses Beispiel einfach häufiger hervorheben, wenn wir in diesem Diskurs sind. Sehr gutes Stichwort, von Teilhabe zur Mitbestimmung. Dennis, du hattest dich als nächstes gemeldet. So, erst Hand runter und dann Ton an, sorry. Nochmal zu Cengiz nochmal Einwurf. Ich glaube, die Frage können wir gar nicht hier lösen, aber es liegt einfach daran, dass der Sprung, so wie ich das jetzt aus der soziologischen Perspektive vielleicht auch nochmal so aufgreifen kann, dass der Sprung von Ausländern zu Menschen mit Migrationshintergrund einfach so nicht sehr verinnerlicht geworden ist. Dass sich diese beiden Kategorien, Ausländerinnen und dann Migrantinnen, zeitweise waren wir dann auch die Musliminnen und Muslime in der Ära von Post 9/11 und dann gab es auf einmal den Menschen mit Migrationshintergrund. Parallel gibt es hier noch den Begriff Migrantinnen, dann gibt es in dem rechtlichen Rahmen ja noch die Ausländerinnen und Ausländer. Und dass wir das halt nicht so als Gesellschaft auch nicht so ein Gefühl dafür entwickelt haben, wer überhaupt von all diesen Prozessen ausgegrenzt wird. Bei sehr vielen, wenn man auf der Straße wahrscheinlich den Normalo-Mensch fragen würde, dann würden sie doch sagen, es gibt doch den Cem Özdemir.
Und jetzt gibt es ja doch noch die Bundestagsvize Aydan, wie hieß sie nochmal? Sie können doch wählen. Wozu kämpft ihr denn da gerade? Und genau an dem Punkt merkt man, dass das da diese, dass auch in der Gesellschaft gar nicht so ganz angekommen ist, wer von wo ausgeschlossen wurde. Dass wir alle auf einmal Migrantinnen und Ausländerinnen zugleich sind, die man aber nicht Ausländerinnen nennen möchte und dann auch noch den Migrationshintergrund noch mit angehängt hat. Aber wenn man noch ein bisschen tiefer griebt, würde man natürlich zur Nationverständnis und im Vergleich zu Frankreich, wie versteht sich in Kanada eine Gesellschaft und eine Nation, zu all diesen Fragen kommen. Aber wenn man auf eine ganz mittelfristig, nicht so ganz tiefer Perspektive schaut und in der Geschichte der Migration reinschaut, sehe ich da schon mal einer der Lücken oder einer der Stolpersteine da drin, dass die Kategorien sich ganz schnell so verändert haben und auch in dem Sprachlichen so verändert und dadurch auch vermengt haben, dass auch die marginalisierten Gruppen, wer von wo marginalisiert ist, wer von was ausgeschlossen ist, auch für eine Mehrheit immer und intransparenter geworden ist. Und da würde ich auch mit Sanas mitgehen, dass das natürlich genau so eine Frage ist wie bei dem Frauenwahlrecht. Aber meinst du, dass sich, wenn wir heute die Frage ganz generell in die Mitte der Gesellschaft stellen würden, da will ich auch gar nicht Mehrheitsgesellschaft sagen, dass da dieser Vergleich für sehr viele auch haltbar sein wird, da habe ich meine Bedenken, weil das wird gar nicht so gesehen. Ja, bei Quoten für Frauen ist ja was anderes als Quoten für Migrantinnen und Migranten und oder für Menschen mit Behinderung. Und genau diese Allianzfront, diese Solidaritätsfront in Sachen von Ausgrenzung bildet sich ja nicht, wenn es darauf ankommt, dass es ja um Menschen nicht deutscher Herkunft oder nicht ohne deutschen Pass geht, dass wir da diese Allianz nicht aufgreifen können. Die können wir nicht mal nach rassistischen Anschlägen so wirklich aufgreifen, dass alle in die Straße gehen. Und da will ich dein Frankreich-Beispiel nochmal aufgreifen, Cengiz. Nach den Attentaten dort sind Millionen auf die Straße gegangen. Aber wenn wir uns so ein bisschen zurückdenken, und heute sind wir in einem sehr denkbaren Tag, 10 Jahre, ein Jahrzehnt Selbstaufdeckung NSU, und sind vor 10 Jahren Millionen auf die Straße gegangen? Leider nicht. Nach Hanau waren einige auf der Straße, okay, Pandemie, aber vor 10 Jahren sind in diesem Land nicht Millionen auf die Straße gegangen, um eine Solidaritätszeichen zu setzen. Und das zeigt, dass wir da noch sehr viele dicke Bretter zu bohren haben, wie die Gesellschaft sich versteht, wie die Nation sich versteht, wie man aus Wohnbevölkerung auch nicht mal Wahlbevölkerung, aber Mitbestimmungsbevölkerung machen kann und dann an den Punkt kommen kann, dass wir Frauenwahlrecht und Wahlrecht für Menschen ohne deutschen Pass dann auch auf gleicher Ebene diskutieren können. Danke dir, Dennis. Jagar und dann Sanas. Und Sanas, bei dir würde mich noch interessieren, in eurer Initiative, ihr fordert ja das Wahlrecht für Personen, die seit 5 Jahren den Lebensmittelpunkt an einem Ort haben. Vielleicht könntest du das nochmal erläutern, wie ihr auf diese zeitliche Angabe kommt. Aber erstmal Jagar. Okay, also ich kann nur, was Dennis gesagt hat, bestätigen, als sie gesagt hat, okay, viele wissen von diesem Thema gar nichts. Also an der Uni, also viele Freunde von mir, die haben Politik studiert, die wussten nicht, dass die Menschen also außerhalb EU-Ländern gar nicht wählen dürfen. Ich glaube, zum anderen Punkt, wir sind uns einig, dass es eine politische Wille fehlt einfach. Und um politische Wille zu erzeugen, es gibt also 2 Wege. Einmal auf unserer Seite als Migranten, ich glaube, es fehlt auch uns, also vielen Aufklärung, also in der Schule, in den Sprachkursen, es wird nicht so viel über Politik gesprochen. Also es wird nur auf Arbeit und Arbeitsmarkt fokussiert und nur durch Sprache. Aber politische Rechte, darauf wird wirklich nicht so viel fokussiert. So, es gibt nur einen Integrationskurs, ein paar politische Fragen, aber das sind nur Multiple-Choice-Fragen. Und das war es so. Und viele Migranten auch so, wenn sie nach Deutschland kommen, sie kommen wahrscheinlich auch viele aus nicht demokratischen Ländern und sie haben immer Angst, wenn sie sagen, okay, wenn ich jetzt mich für Politik interessiere,
das könnte auch meinen Status als Geflüchteter oder das kann auch meinen Aufenthalt in Deutschland beeinflussen. Deswegen, wir müssen auch eine Aufklärung machen, zu sagen, okay, hier ist eine Demokratie, zu Demokratie gehört Wahlrecht, dass man seine freie Meinung sagt. Und zu diesem Punkt finde ich auch, das, also was die Akademie der Vielfalt macht, ist richtig gut. Also sie versucht ein bisschen durch dieses Seminar ein bisschen Aufklärung machen, dass okay, dass politische Rechte einfach selbstverständlich sind in einer Demokratie. Dass wir in diesem Land, dass die Politik auch genau so vielfältig wird, wie dieses Land in der Tat ist. Also wie gesagt, also im Bundestag sitzen nicht mal 12% der Menschen mit Migrationshintergrund, während anstatt Migranten hier in Deutschland mit Migrationshintergrund ist mehr als 25. Ich finde, was Politik der Vielfalt macht, ist einfach also richtig gut, dass einfach man versucht, ein bisschen die Gesellschaft ein bisschen vielfältiger macht, wie das ist. Und wie wir Druck auf Politiker, also wie wir auch die Partei ein bisschen überzeugen können, ich glaube, wir können einfach empirische Beispiele zeigen. Viele sagen ja, okay, also durch Wahlrecht, viele haben andere Länder auch Einfluss auf deutsche Politik. Aber ich werde nicht so weit wegen nach New Zealand oder Chile, ich gehe einfach zum einen europäischen Land, Schweden. Also Schweden hat viele Migranten, es hat auch also hohe BIP wie in Deutschland und ist sehr, sehr nah von Deutschland. Schweden hat Kommunalwahlrecht, also 1975 oder so geführt. Die Ergebnisse, also es gibt viele Studien, die das belegen und die Ergebnisse von diesen Studien haben einfach gezeigt, dass Kommunalwahlrecht hat zu folgenden Punkten also geführt. Erstmals, die Menschen auf kommunaler Ebene mit Migrationshintergrund haben sich mehr vor Gemeindeangelegenheit interessiert. Die lokale Politik hat sich viel geändert. Also es wurde mehr in Bildung und soziale und familiäre Dienstleistungen investiert, wo in Stadtvierteln, wo Migranten dort gibt. Negativpolitisierung in Medien vor allem, es wird sehr, sehr gesunken. Es ist sehr, sehr gesunken im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, weil die Parteien einfach Angst davon hatten, wenn sie einfach im Negativ über die ganze Zeit im Medien darüber reden, dass sie einfach auf kommunaler Ebene abgewählt werden. Also und noch ein krasser Beispiel, die Einbürgerungsquote in Schweden 2017 haben gezeigt, was die Kommunalwahlrechte, was in Schweden geführt hat dazu geführt, dass 8,2% der ansässigen Migranten, also die in Deutschland, also die in Schweden gelebt haben, von 100, also 8,2% von 100 Personen mit Migrationshintergrund haben sich für Staatsbürgerschaft entschieden und die haben die Staatsbürgerschaft beantragt. In Deutschland war es im Gegenteil 1,2. Da sehen wir so einen krassen Unterschied, wie einfach Mitbestimmungsrecht dazu geführt hat, dass einfach die Menschen sich das also als Teil der Gesellschaft identifiziert haben und sie haben sich auch deswegen auch Staatsbürgerschaft beantragt. Aber wenn ich mich ausgeschlossen fühle, also sage ich mir, okay, ja, meine Meinung, es wird eher nicht gehört so. Die Politiker werden sich von mich nicht interessieren, weil ich kein Wahlrecht habe, so, weil ich kein Potenzial vor sie bin. Ich bin nur ein Zuschauer. Ich gucke einfach an, was die Politiker über mich sagen und wie sie verhandeln. Ich darf nicht dazu sagen. Deswegen bin ich der Meinung, was uns allen betrifft, muss auch von uns allen beschlossen werden. Also das betrifft uns alle, diese Gesetze betreffen uns in unserem Alltag, daher muss es auch von uns entschieden werden und wir müssen nicht als Abseits bleiben und außerhalb der Regeln bleiben, also nur einfach als Zuschauer. Danke dir, Jagar. Ich glaube, Cengiz hatte sich zuerst gemeldet, dann Sanas. Dann würde ich mit Blick auf die Zeit auch nochmal, es sind einige Fragen im Chat eingegangen. Ich weiß nicht, ihr könnt die wahrscheinlich auch sehen, oder? Genau, die würde ich danach nochmal aufgreifen, damit die nicht untergehen. Aber Cengiz sollte sich davor erstmal gemeldet. Ich glaube, Sanas war vor mir. Sanas war vor dir? Entschuldige bitte. Dann gerne Sanas. Ja, vielen Dank. Genau, ich wollte nur nochmal auf die Frage von Dennis eingehen. Ja, was ich sagen wollte mit der Frauenwahlrecht war gar nicht die Situation zu vergleichen. Ich denke auf gar keinen Fall, dass das generell so ein Bewusstsein für
Mensch, also rassifizierte Menschen, so viel gibt es in Deutschland, wie zum Beispiel die Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden. Ich will jetzt diese Sozialkategorien natürlich auch nicht gegeneinander aufspielen, aber gleichzeitig finde ich wichtig, darüber zu reden, welche Kategorien überhaupt anerkannt werden und welche Bewusstsein und für welche diese Kategorien und Diskriminierung und natürlich Privilegien auch Bewusstsein, gesellschaftliche Bewusstsein gibt. Und ich denke auf gar keinen Fall natürlich, dass für diese Kategorie zum Beispiel so Rassifizierung, also Menschen mit, oder ich würde hier Race nennen, für Race oder Staatsangehörigkeit so eine große Bewusstsein überhaupt existiert. So, ich wollte nur, dass also die Situation der Frauen vor 200 Jahren mit der Situation von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft oder nicht weißen Menschen in Deutschland vergleichen. Aber natürlich, wie ich das auch vorher gesagt habe, als so Reaktion zu unserer Kampagne haben wir, man kann auch die Kommentare durchlesen. Wir haben zum Beispiel auf der Twitter-Webseite von der change.org, wo die denn unser Kampagnenvideo gepostet haben, hatten wir über 300 Kommentare und von diesen 300 Kommentaren sind über 290 nur Hasskommentare. Die haben natürlich aber halt die Schimpfwörter und so weiter haben die halt gelöscht. Aber ich will darüber hinausgehen, dass ich bin der Meinung, dass halt die Mehrheitsgesellschaft oder die Dominanzgesellschaft in Deutschland gar nicht damit einverstanden ist. Aber ich denke, dass auch, also klar ist es wichtig, aber gleichzeitig muss das auch nicht die, also klar, die Dominanzgesellschaft stimmt halt für ihr Macht, ne? Deswegen, auch wenn alle meine NachbarInnen damit nicht damit einverstanden sind, dass ich auch Wahlrecht haben soll, ist mir eigentlich egal. Ich muss nicht erstmal so meine so menschliche Rechte beweisen. Aber klar, aber ich meine, wir wollen ja halt auch dieses so kollektive Bewusstsein für das Thema sammeln. Deswegen finde ich solche Gespräche und so weiter auch sehr wichtig. Die Frage war, warum 5 Jahre? Wir haben das auch in einem Text von der Edition auch erklärt, von den Beispielen von anderen Ländern, also wie zum Beispiel Kolumbien oder Venezuela, da ist die Situation so, dass sie Mindestdaueraufenthalt oder so die Voraussetzung für das Wahlrecht ist zum Beispiel 3 Jahre Aufenthalt oder 5 Jahre Aufenthalt oder es gibt auch andere Beispiele, 10 Jahre Aufenthalt zum Beispiel in Venezuela. So, nach so vielen Jahren kann man Wahlrecht haben. Wir dachten, das wäre ein erster Kompromiss von jetziger Situation zu den nächsten zu gehen, könnte das sein, dass weil es gibt halt auch dieses Argument, kommt auch sehr häufig vor, dass ja, wie kann es sein, dass man nach 2 Monaten hier wählen soll? Man hat ja, also man ist ja nicht qualifiziert oder hat nicht genug Informationen und so weiter. Es stimmt auch teilweise gleichzeitig, die Absurdität ist halt da, wo die europäische BürgerInnen in der Kommunalwahl teilnehmen sollen. So, die sind ja auch seit 2-3 Monaten hier, aber trotzdem sind die halt genug qualifiziert. Aber deswegen dachten wir, dass wir halt mit solche Lösungen anfangen können, dass wir sagen, so, wir sagen 3 Jahre, 5 Jahre, wäre der Mindestaufenthalt für das Wahlrecht, wenn das Wahlrecht mit einer Voraussetzung kommen soll, als Kompromiss. Danke dir für die Erläuterung. Ich dachte erst, ich habe überlegt, ob das irgendwie eine Verknüpfung mit den Erfordernissen der Einbürgerung, da sagt man ja bei der Regeleinbürgerung 8 Jahre, es gibt Möglichkeiten natürlich darunter bei 6 Jahren und so weiter, wenn du dich besonders gut integriert hast, eingebürgert zu werden. Aber danke, dass du dann nochmal den Vergleich hergestellt hattest. Genau, auf eurer Seite hatte ich es gelesen. Ich hatte mich nur mal gefragt, ob es da darüber hinausgehende Bezüge gibt. So, Cengiz jetzt aber. Danke, Armaan. Ich bin, glaube ich, mit der Erklärung für mich selbst nicht so ganz zufrieden. Also ich glaube, wir müssen wirklich noch mal einen Schritt weiter noch mal nachfragen, was da wirklich los ist, weil ich kann es mir selbst noch nicht erklären, warum es auch bei den progressiven Parteien es nicht gelingt, das durchzusetzen. Und also ich glaube, dahinter steckt möglich, also dass die konservativen Partei das nicht wollen, können wir mehr oder weniger nachvollziehen. Aber dass die progressiven, also ich habe das Gefühl, das sind alles Lippenbekenntnisse. Und ich glaube,
Etwas verbindet die konservative und progressive Partei in diese Frage. Und nach außen scheint es so, dass sie eines wollen, aber nicht können. Aber ich glaube, es gibt etwas, was wirkt, was auch viel größer ist. Und ich vermute, also ein Ansatz wäre für mich zu denken, dass am Ende alle Parteien von den Ausländerinnen in staatsangehörigkeitsrechtlichen Sinne fordern, dass sie sich assimilieren. Und ich glaube, dieser Assimilationszwang wird explizit oder implizit von allen erwartet. Nämlich erst, wenn sie beweisen können, dass sie durch diesen Leidensweg gehen können und erst deutsche Staatsangehörige werden, dann haben sie es verdient. Ohne diesen Assimilationszwang, glaube ich, sind auch die progressive Parteien, also auch wenn sie es nicht so gerne zugeben wollen, glaube ich, also, oder vielleicht kann ich das ein wenig abschwächen, ohne dass sie es wollen, sind die progressive Parteien eigentlich Teil eines Assimilationsdenkens. Und das wäre so meine These, die ich aufstellen würde. Und das ist so ein wenig pessimistisch und vielleicht ein wenig optimistisch. Scheint es mir, dass wir wirklich einen langen Atem haben müssen und auch, dass wir wirklich ab jetzt viel mehr, glaube ich, in verfassungspolitischen Strukturen eingehen müssten, um wirklich in Form von einem Gutachten nach dem anderen, um wirklich die Debatte etwas zu lockern oder die Grenzen etwas zu lockern. Und eine letzte Bemerkung, und dann würde ich gerne auch eine Frage aufnehmen, die gestellt wurde in Fragen- und Antwortenraum, nämlich der Vergleich mit den Auslandsdeutschen. Und tatsächlich verstehe ich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts so, dass das Bundesverfassungsgericht, auch wenn es sagt, dass für das Wahlrecht jus sanguinis, also das Blutprinzip nach wie vor das also wichtigstes Kriterium ist, hat es sich geweigert, mit dem Gesetzgeber mitzugehen, weil nach der alten Fassung von Paragraph 12 des Bundeswahlgesetzes war es so, dass auch deutsche Staatsangehörige, die fast nahezu keine Bindung zu Deutschland hatten, aber nur weil sie als Deutsche geboren wurden im Ausland, irgendwie doch auch ein Wahlrecht hatten. Und wenn wir uns diese Vorschrift jetzt etwa genauer anschauen, dann sehen wir, dass eigentlich das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber auferlegt hat, dass irgendwie ein realistischer Bezug zu Deutschland da sein müsste. Ja, also umgekehrt können wir argumentieren, dass dieser realistische Bezug zur demokratischen Bildung ist jedenfalls für deutsche Ausländerinnen gegeben, die hier länger im Land sind. Ja? Also einerseits haben wir diese Vergleichsgruppe, man müsste ganz genau durchdenken, wie diese Vergleichsgruppe miteinander tatsächlich verglichen werden können. Also ausländische Deutsche und inländische Ausländerinnen. Ja? Und bei den einen gibt es Wahlrecht und da wird vom Bundesverfassungsgericht das Kriterium der realen Bezug gefordert. Einfach Deutsch sein und im Ausland sein und keinen Bezug zu Deutschland haben, gilt nicht. Ja? Und für die inländische, also ich glaube, wenn wir diese Argumentationskonstruktion mit viel Mühe übertragen können auf die deutsche Ausländerin, dann könnten wir argumentieren, dass diese Personen, die hier sind, bestens vertraut sind mit politischen Institutionen in Deutschland und dass diese Personen daher eigentlich im demokratischen Bildungsprozess durchaus auch ein Wahlrecht haben könnten, sodass auch das Volk besser repräsentiert ist. Danke dir, Cengiz. Du hattest, und dann würde ich auch noch mal eine Frage aus dem Chat aufgreifen, progressive politische Parteien erwähnt. In meiner moderierenden Rolle würde ich aber trotzdem mal die Frage aufwerfen, was du mit progressiven Parteien meinst. Also weil ich jedenfalls die jetzigen, die noch Regierungsparteien nicht unbedingt als progressiv bezeichnen würde. Also wenn ich mit Blick auf die Migrationspolitik, die sie geführt haben, sie mir anschaue und natürlich auch Staatsangehörigkeitsrecht, ich blicke natürlich mit großer Neugierde auf die
Koalitionsverhandlungen und das Ergebnis natürlich der Koalitionsverhandlungen. Und bin sehr gespannt darauf, ob die eine oder andere Partei, die sich vielleicht auch als progressiv bezeichnen würde, da einen anderen Denkschub einbringt. Aber ansonsten denke ich, dass natürlich die kleineren, also die Parteien, die sich ja bislang positiv dafür ausgesprochen haben, von den kleineren Parteien, dass es natürlich da eine Mehrheitsfrage war, ne? Also dass die sich einfach aufgrund dessen auch nicht durchsetzen konnten bislang. Aber deswegen blicke ich natürlich umso mehr sehr gespannt auf eine neue Regierung und auf diese neue Konstellation und bin gespannt, ob die das Thema nochmal aufgreifen. Ich würde jetzt mal von Nilüfer Gülçin die Theorie aufgreifen, nämlich dass eine Absenkung des Wahlalters, seht ihr das? Am liebsten auf 14 oder kein Limit nach unten. Es gibt ja auch kein Limit nach oben. Langfristig dazu führen könnte, dass im Rahmen des politischen Wettbewerbs von Linken, SPD und Grünen progressivere Angebote an diese WählerInnengruppen gemacht werden muss, weil junge Menschen nachweislich progressiver wählen würden. Sie hat keine Studie parat, U18. Mann. Ist das vielleicht ein denkbarer langfristiger Ansatz, um den politischen Willen zu erzeugen, der notwendig ist? Fragt Nilüfer. Was meint ihr? Dennis? Taffe Frage, würde ich sagen. Man kann das natürlich als positiv deuten. Es wurde in dem Sondierungspapier, kommt hier nochmal das Wahlalter auf 16 zu senken, nochmal vor. Und da hat man schon ein bisschen Phishing in die Richtung gemacht, bei dem es die Gesellschaft, wo die Vielfältigkeit der Gesellschaft noch ein bisschen betonter wird, wenn wir uns die demografischen Statistiken anschauen, dass also noch mehr Wählerinnen mit Migrationshintergrund hinzukommen würden. Aber das Wahlalter allein zu senken, würde ja die Thematik, über die wir hier auch als Schwerpunkt sprechen, denen, die keinen deutschen Pass haben, nicht unbedingt zugutekommen. Auf der anderen Seite könnte man auch noch mal bedenken, dass besonders in dieser Gruppe, in den 16, 18 die hier geboren und aufgewachsen sind, auch der Blick und auch die Schwerpunkte sich anders nochmal aufgreifen und wir im Moment mehr darüber sprechen, über Leute, die einen Bezug von mehr als 25, 50, 60 Jahre in Deutschland haben, sich aber trotzdem nicht beteiligen können und nicht mitbestimmen können, sprechen. Ich würde schon sagen, nach unten, dass man da das noch weiter unten als 16 zieht. 16 war, glaube ich, so ein bisschen die Überlegung dadurch, dass man auf kommunaler Ebene an sehr vielen Orten dann auch mit 16 schon wählen darf, dass man sich daran orientiert hat und deswegen so diese Altersschranke gesetzt hat. Noch weiter unten würde es nicht gehen, würde ich sagen. Nach weiter oben gibt es zwar keine Grenze, aber ja, ist halt das Leben. Aber ich würde da gerne nochmal in diesem Atemzug noch eine andere Frage aufgreifen, den Cengiz jetzt ein bisschen auch angerissen hat, ob die Angst mitschwebt, Menschen nicht deutscher Herkunft das Wahlrecht zu geben, weil man den Auslandseinfluss dann auch mit in die Wahlurnen nehmen würde. Ich habe das jetzt nochmal mit Verlaub so ein bisschen kurz zusammengefasst. Die Frage kommt sehr oft, die ist mir auch sehr oft gestellt worden, ob man dadurch Menschen aus bestimmten Ländern, deren Ideologien dann auch mit in die deutsche Politik einwandern würde. Das Wahlrecht ist ein politisches Mitbestimmungsrecht und wir können nicht in die Gedanken der Leute, die ihre Stimme, ihr Kreuzchen irgendwo setzen, welchen Einfluss sie einbringen bei den jetzt bestehenden Wählerinnen und Wählern, ja auch gar nicht sehen. Ich kann auch gar nicht sehen, ob der Wähler oder Wählerin die Idee hat, dass sie das schwedische System so toll findet, im Moment das Wahlrecht hat und dadurch den Einfluss durch die Stimme mit einbringt. Deswegen finde ich das nicht legitim zu bedenken, wenn wir, nehmen wir mal die russlandsstämmigen Menschen, dass man dann dadurch mehr Einfluss an Putin gibt. Es geht um die deutsche Politik, Deutschlands Politik, sagen wir mal so. Es geht um die deutschen Parlamente und da jetzt nur mit diesem Hintergedanken Angst davor zu haben, finde ich nicht haltbar und das ist, glaube ich, auch nicht sehr nachvollziehbar.
In diesem Sinne, nee, da spielen andere Ängste mit, die auch Cengiz auch so ein bisschen aufgegriffen hat, oder andere Bedenken, Unterbewusstsein, aber weniger den Einfluss reinzuholen, das sehe ich nicht unbedingt als einen Grund dafür, dass dagegen spricht, weil, wie gesagt, wer weiß schon, ob wir norwegische Einflüsse durch einige Stimmen jetzt in unserem deutschen Bundestag drin haben. Woher weiß man das und wieso sollten wir da marginalisieren und stigmatisieren? So, ihr Lieben, ich glaube, wir könnten ewig weiter diskutieren, vor allem aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln, die wir jetzt angerissen haben. Ich denke, zusammenfassend sind wir uns einig, es gibt verschiedene Stellschrauben. Also es gibt sie, die man betätigen kann. Aus der rechtlichen Perspektive haben wir herausgearbeitet, dass es kategorisch absolut unmöglich nicht ist. Also dass man vor allem Begrifflichkeiten, Erfordernisse zum Beispiel des Staatsvolkes anders definieren könnte. Wir sind uns einig, dass wir im Staatsangehörigkeitsrecht die Einbürgerungsvoraussetzungen angehen müssen, dass die Einbürgerungsvoraussetzungen, so wie sie derzeit gesetzlich vorgegeben sind, so wie sie aber auch praktiziert werden, gelebt werden, absolut hinderlich sind, um Menschen, die, wie Jagger das ja vorhin gesagt hat, von Situationen betroffen sind, von politischen Entscheidungen direkt betroffen sind, diese nicht mitgestalten können. Das ist ein Zustand, der absolut undemokratisch ist. Und wir haben politisch herausgearbeitet, Dennis, du hast es eben nochmal betont, das Wahlrecht ist ein politisches Mitbestimmungsrecht. Wir sind uns einig, dass bislang jedenfalls ein politischer Wille in der Kohärenz, wie es erforderlich wäre, und mit der Schlagkraft, wie es erforderlich wäre, gefehlt hat bei den regierenden Parteien, dass die anderen, die sich progressiv verhalten haben, auch euren Initiativen gegenüber, Jagar und Sonos, bislang nicht die politische Mehrheit hatten. Mal sehen, ob die Grünen, die jetzt an der Regierung sind, das anders handhaben werden. Wir sind sehr gespannt, ob ich von der FDP da so viel erwarte, aber egal, das ist alles eine andere Diskussion. Wir haben festgestellt, dass die Politik AusländerInnen im Sinne des Staatsangehörigkeitsrechts immer noch als defizitäre StaatsbürgerInnen wahrnimmt. Und Dennis, du hattest auch noch mal deutlich gemacht, das fand ich auch sehr interessant, dass eben auf allen Ebenen Politik näher gebracht werden sollte und politische Teilhabe als Gesamtkonzept gesehen werden soll. Und ich finde, das ist tatsächlich auch in unserem Kreis, den wir gerade diskutiert haben, deutlich geworden, dass man extrem viele Argumente zusammenbekommt und gemeinsam weiter an diesen Stellschrauben arbeiten sollte. Und ich danke euch wirklich sehr für eure Expertise und eure Zeit. Es hat zwar draußen geregnet, man konnte vielleicht nicht allzu viel mehr machen, jedenfalls in Berlin, aber dass ihr euch hier mit mir und auch noch 50, 60, 70 anderen Personen zusammengesetzt habt, dafür danke ich euch wirklich sehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Feierabend und hoffe, dass wir uns an vielen Stellen in dem ganzen politischen Kontext und so weiter nochmal begegnen werden. Also herzlichen Dank und bis ganz bald.